Fort, die Audio-Story von Christian Beermann und Martin Maria Schwarz. Ja, los geht's. Prolog. Welches war das erste Automobil der Welt? So lautete eine beliebte Frage in den 70er Jahren, bei der man auch als Kind verstand, dass dahinter ein Witz lauerte. Ford war die Antwort. Und bevor man die Frage nach dem Warum stellen konnte, wurde sie vom Witzeerzähler auch schon beantwortet. Es sei doch in der Bibel nachzulesen. Adam und Eva logen in einem Ford. Natürlich lachte man freundlich bei diesem Scherz. Aber weil es ein Scherz war, dachte man darüber auch nicht weiter nach. Dachte schon gar nicht daran, dass da doch mehr Wahrheit drinsteckte als gedacht. Sicher nicht, was Adam und Eva anging, aber doch, was die Geschichte des Automobils betrifft. Willkommen in der automobilen Zukunft. Des Jahres 1908 wohlgemerkt. Ein Jahr, in dem der ratternde Motorensound des Ford Model T zur Musik in den Ohren von unzähligen Menschen wird. Das Geräusch von Mobilität, von Freiheit und Unabhängigkeit. Denn am 1. Oktober 1908 verändert die Ford Motor Company die Welt. Das Model T wird in Detroit, Michigan vorgestellt. Robust, leicht, einfach zu fahren, einfach zu reparieren und vor allem erschwinglich für fast jedermann. 15 Millionen Mal wird sich das Model T weltweit verkaufen. Henry Ford hat das Automobil nicht erfunden, doch der Amerikaner bringt die Welt ins Rollen mit seinem Model T und mit der Einführung des Fließbands im Automobilbau. Anfang 1914 wird alle 93 Minuten ein Model T fertiggestellt, zuvor waren es mehr als 12 Stunden gewesen. Eine industrielle Revolution. Henry Ford selbst soll einmal gesagt haben, ich habe das moderne Zeitalter erfunden. Ford. Der Name steht aber auch für den Mustang, den Fiesta, den Granada, den Taunus, den Capri. Für Verlässlichkeit, für wilde Verfolgungsjagden in Filmklassikern und kultigen Fernsehserien. Und für Generationen von Mitarbeitern, die dem Unternehmen ihren Stempel aufgedrückt haben, sagt der Urgroßenkel von Henry Ford, Alessandro Uccelli. I mean, I guess it sounds obvious for me to say, but I really mean it with my heart and soul. It's an amazing company, but it's an amazing company because the generations of people that have put their heart and soul into running it, to working there, I think has got to be completely unique. I mean, you walk onto the factory floors and the stories that people tell you about their history with the company and their fathers and their wives and their children. Alessandro Uccelli ist in New York ohne den großen Namen seiner Familie aufgewachsen. Seine Mutter Anne, die Tochter von Henry Ford II., hatte den Namen ihres Mannes Giancarlo Uccelli übernommen. Für den jungen Alessandro war Henry Ford II. Vor allem ein ganz normaler Großvater. It was my mother's side of the family, so I grew up with my father's name, which is Italian and really doesn't have any relevancy to the Ford name. But I grew up in New York, so I wasn't in Michigan. And, you know, for a large part of my life, you know, my grandfather was Henry Ford II, and so I knew him as my grandfather, and he would come and visit, and we would do the normal things that a grandson and his grandfather would do. Als Student verbrachte Alessandro Uccelli 1986 einen Sommer als Praktikant in der Presseabteilung von Ford in Europa. Dort unterstützte er den Start des ersten Fiesta mit Automatik. Auch Henry Ford II. Lebte damals in Übersee. In diesem Sommer, ein Jahr vor dem Tod seines Großvaters, habe er viel Zeit mit ihm verbringen und erstmals wirklich Einblicke in das Familienunternehmen bekommen können. When I got to college, I spent a summer as an intern at Ford of Europe, and he was living there. It was the summer before he died, and so I got to spend a lot of time with him, and also it was my first real introduction to the company as sort of a pseudo employee and sort of understanding really what went on. And I worked in the public affairs division in Europe, helping with the launch of the first automatic Fiesta.
In der Kollektion des Henry Ford Museums in Dearborn gibt es ein Gemälde von Norman Rockwell. Es zeigt den etwa 10-jährigen Henry, wie er an seiner Werkbank sitzt und einem Schmied das Modell einer aufziehbaren Eisenbahn zeigt. Man sieht sofort, dieser Mann war von Kindesbeinen an ein Bastler. Der Titel des Gemäldes lautet »Der Junge, der die Welt auf Räder gesetzt hat«. Kapitel 1 – Der große Tüftler – Wie alles begann. Henry Ford wird am 30. Juli 1863 im Greenfield Township, Michigan, geboren. Er ist das erste von insgesamt 6 Kindern. Seine Eltern, Mary und William Ford, betreiben eine Farm, auf der auch Henry mitarbeitet. Seiner Autobiografie zufolge widerstrebt ihm die Schinderei auf der Farm. Ein Großteil der schweren Handarbeit müsse sich doch leichter erledigen lassen, findet schon der junge Henry. Motivation genug, sich für Technik zu begeistern, zumal auch Pferde nicht seine Welt sind. Deswegen nimmt er sich vor, einen Traktor zu bauen, um Farmern ihre Arbeit zu erleichtern, erzählt Ford-Unternehmenshistoriker Robert Kripke. Henry Ford worked on the farm and never liked the laborious work and the long hours and trying to plow the land with a horse and that. And he never liked horses too well either. I think at one time a horse kicked him or scared him or something like that too. But the bottom line is, he actually wanted to build tractors before he was building the automobile, but saw that the automobile was probably where he would be able to sell these things. Weil Henry Ford im Automobilbau größere Absatzchancen sieht, schiebt er die Traktoridee später aber erst einmal auf. Der junge Henry verbringt viel Zeit an seiner selbst eingerichteten Werkbank. Er ist ein großer Tüftler, der Werkzeuge jedem Spielzeug vorzieht. Ford ist ein Junge, der alles, was ihm in die Hände kommt, zerlegt. Seine Geschwister sind davon wenig begeistert. Sogar zu Weihnachten müssen sie ihre aufziehbaren Spielzeuge vor Henry in Sicherheit bringen. There's a funny story that his brothers and sisters at Christmas they would get wind-up toys and they made a joke: Don't let Henry get his hands on it, because he'll take it apart. And they, you know, keep your own, but no, don't touch ours, because he was always taking something apart. And the amazing thing was Henry was very good at getting it back together again with no leftover pieces. You know, when we did it as kids, there was always a screw left. And I was like, where did that go? He was very talented at an early age. Kirk, Tourguide im Museumsdorf Greenfield Village, erzählt, dass der junge Henry Ford vor allem von Uhren fasziniert ist. Er nimmt sie mit Hingabe auseinander und entdeckt, dass ein komplexes Uhrwerk aus vielen einfachen Kleinteilen besteht. He receives a watch, a pocket watch, and then he takes it apart. What he does is that he opens up the back and he discovers that there's all these simple machines inside there, wedges, levers, gears and wheels and axles. And he realizes that he knows simple machines. And so when he looks at them, he realizes that the simple machine is working together to make a complex machine. So what he does is he starts applying that knowledge to other things he's tinkering with. Doch Henry kann die Uhren auch wieder perfekt zusammenbauen. Schon als Junge arbeitet er abends bei einem Juwelier, der ihn aber ins Hinterzimmer abschiebt, damit die Kundschaft nicht sieht, wer ihre kostbaren Uhren repariert. He was very talented at an early age. He started working in jewelry stores as a young boy. But he was stuck in the back room because the owner didn't want anybody to know that he had a young boy fixing their expensive watches. But Henry's talent was such that he was able to do that. And so he starts out young, he starts out tinkering, he starts out working. And it all has to do with machines, and it's based in his knowledge of simple machines early on in his life. Mit 12 Jahren sieht Henry Ford erstmals eine fahrbare Maschine, die statt von Pferden von einem Dampfkessel angetrieben wird. Ein einschneidendes Erlebnis. Diesen Moment wird er sein Leben lang nicht vergessen. Er springt von der Pferdekutsche seines Vaters und lässt sich die Technik des Wagens erklären. He was going in their horse and buggy, and they were going along to town from where they lived over here. And on their way, they saw one of these big steam tractors, basically, coming down the road. You know, and Henry thought that it was so amazing that this thing could run on its own and do the work
of a horse or an ox or something like that. He thought, oh my gosh, a piece of machinery, a piece of man-made something can do this. And he got really excited about it and actually started playing around with steam power and took an interest in steam power real early as a young man. Henry ist fasziniert. In seiner Autobiografie bekennt Ford, dass ihn diese Maschine zum Automobilbau gebracht habe. Mit 15 Jahren bastelt er seinen ersten Dampfmotor. Mit 19 betreibt er eine Dampfmaschine auf einer benachbarten Farm. Im Alter von 20 Jahren lässt sich Henry Ford im nahen Detroit zum Maschinenbauer ausbilden. Ab 1884 repariert er zwei Sommer lang für die Firma Westinghouse dampfbetriebene Motoren. Zwischendurch kehrt er immer wieder auf die elterliche Farm zurück. Dann hört Henry Ford vom Otto-Motor, ein Viertaktmotor, benannt nach dem Deutschen Nikolaus August Otto, einem der Miterfinder. 1885 kann Ford erstmals einen Otto-Motor reparieren und aus erster Hand wertvolle Einblicke gewinnen. 1891 heuert er in Detroit als Ingenieur und Maschinist bei der Leuchtenfabrik von Thomas Edison an, wo er mit großer Freude mit den Generatoren und der Stromspannung arbeitet. Er verehrt den Erfinder des Elektrolichts, der sein Leben nachhaltig beeinflussen wird. Henry Ford saw that ad in the paper and applied for that job and got that job. And you might say that was fate or destiny, but he simply got that job, and the minute he landed that job, he loved it. He loved working with those generators and the voltage regulators and all that stuff. I mean, he loved how it all worked, you know. And it was powered back then by coal power. And he'd order the coal and monitor how much it took to generate and all that. And he really loved that and admired the man that had invented a lot of that stuff, Thomas Edison, who was his big boss. And when he met him that time, he just couldn't believe Thomas Edison. You know, he just idolized him. Henry Ford steigt in Edisons Firma binnen zwei Jahren zum Chefingenieur auf. Nebenbei bastelt er an einem Verbrennungsmotor mit einem Zylinder. Dieser feiert am Heiligabend 1893 seine Premiere. In der heimischen Küche. Und mit tatkräftiger Mithilfe seiner Frau Clara, die Ford fünf Jahre zuvor geheiratet hat. Im Nachbarzimmer schläft der neugeborene Sohn Edsel. Der einfache Motor ist ein Einzylinder-Tischmodell und geht als Kitchen-Sink-Motor in die Geschichte ein. Ford benötigt den Stromanschluss über der Küchenspüle, um Funken sprühen zu lassen. Around Christmas time in 1893, and what happens is, on Christmas Eve, as his wife is making the turkey for her family to come the next day on Christmas, 1893, Henry comes walking in the house and says, I got this engine, we gotta run it, Clara. Slaps it down in the kitchen sink because he needs the power from the light above the sink for the spark. Okay? There's a spark plug in this, but he needs the power. So he slaps it down, he says to Clara, okay, you gotta do the gas over here. You gotta let the gas down just a little bit at a time. So he starts it up and it runs. It's puffing away, blowing smoke out. And Edsel, their son, is like 6 weeks old, in the next room is trying, he's sleeping. And Clara's saying, okay, Henry, all right, that's fine. We got to move on now. I got to get the dinner going. But that's what they call it, the kitchen sink engine. So it's the first. They only ran it for 30 seconds. Während Clara Benzin in eine Öffnung des Zylinders tropfen lässt, dreht ihr Mann wortwörtlich am Rad. Durch die Drehbewegung wird Luft in den Zylinder befördert, wo ein Funke die Mischung aus Benzin und Luft entzündet. Henry Fords erster Einzylinder-Verbrennungsmotor, den er aus Einzelteilen zusammengebaut hat, läuft 30 Sekunden lang. So he's already experimenting early on with internal combustion engines and that, and figuring out what he needs. In the early days, Christian, you know, they had to build all the parts for the engine. You know, these little engines. You didn't buy an engine built. I mean, you could, but not a person that didn't have a lot of money. So Henry Ford would have to make a little tiny engine out of toolings and pipes and that. And that first engine, if you go look at it over there in the museum, it's pretty primitive. I mean, it's like a pipe with something sliding in it. Kapitel 2. Vom Quadricycle zum ersten Bestseller. Der Kitchen-Sink-Motor ist klein und primitiv, doch der Erfolg eine große Motivation für Ford.
Drei Jahre später ist es soweit. Henry Ford stellt sein erstes richtiges Gefährt vor. Er nennt den Prototypen Quadricycle. Er bietet 2 Personen Platz, hat 2 Zylinder, 4 PS, 2 Gänge. Unterhalb des Sitzes ist der Benzintank angebracht, gebaut in einem kleinen Schuppen hinter Fords Haus. Doch vor der ersten Testfahrt gibt es ein Problem. Die Tür der Hütte ist nicht groß genug für das Quadricycle. Ford schnappt sich eine Axt und vergrößert die Öffnung. Zu seinem großen Erstaunen soll sein Vermieter nicht wütend gewesen sein. Am nächsten Morgen erscheint dieser vor dem Schuppen, um die Miete einzukassieren. Er sieht das Loch in der Wand, hört dessen Entstehungsgeschichte und sagt Ford, er solle die Größe der Tür beibehalten. Henry Ford hat damit die wohl erste Garagentür der Welt geschaffen. This door is too big, so Henry takes an axe and he knocks the door down. He knocks down so he can get the car out. So that's fine, he runs the car, brings it back. Then the next morning, the owner of his house, who owns the building, shows up to collect the rent. And Henry knew right away the night before, I got to fix this before the owner shows up. So Henry's got the bricklayer there. And the owner comes in, his name is Reefert. He's a butcher and he owns the building. He says, what's going on here? And Henry says, well, you see, I got my car out. You know about my car. You know about that. Oh, yeah, I know about you. This horses thing you're talking about. Yeah, okay. And I couldn't get it out, so I had to knock the door down. But I got the bricklayer here and he's going to fix it. And the guy says, wait a minute. The owner, he says, wait a minute. So you actually got the car out and you drove it on the street? He says, yeah. He said, stop. Leave it right there. You know, leave the door the way the size it is. Get the bricklayer to make it larger so that you can get your car out. So that's basically like the first garage door in the world. Die Testfahrt am frühen Morgen des 4. Juni 1896 ist ein Erfolg. Nur einmal bleibt das Vehikel stehen. Ford und sein Assistent können den Defekt beheben und das Quadricycle aus eigener Kraft zurück zum Schuppen zurückfahren lassen. Noch im gleichen Jahr verkauft er sein erstes Quadricycle für $200. Im August 1896 trifft Henry Ford auf einer Tagung zum ersten Mal Thomas Edison persönlich. Das Treffen markiert einen entscheidenden Moment für seine spätere Karriere. Ford erzählt Edison von seiner Idee eines pferdelosen Gefährts, das von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird. Thomas Edison bestärkt ihn darin. I think that he himself credits Thomas Edison because he worked for Thomas Edison even though he had never met him. And he took a trip to New Jersey to visit Thomas Edison giving a lecture. It was just a general lecture, but they took a train ride there, Henry Ford, way back. And he saw Thomas Edison speak, and Thomas Edison said, son, you've got a good idea about building that horseless carriage. And that gave Henry Ford the courage to build the car. He said, by God, if the world's greatest inventor told me I've got a great idea, I must have a good idea. Ausgerechnet der Vater der Elektrizität ermutigt Henry Ford nicht, auf Elektromotoren zu setzen. Edison selbst arbeitet an einem Elektrowagen, sieht aber die Nachteile der Batterie. Zu schwer, zu kurze Laufzeit, zu wenige Aufladegelegenheiten, dieselben Probleme wie heute. His idea, see, electric cars were real popular in the early days, and that's what Thomas Edison was working on too. But believe it or not, they had the same problem that they do today. It's the battery. How do you make a storage battery, which doesn't have an electrical cord attached to it, how do you make that thing last for a long time and hold a charge? It's kind of the same problem we have today. Unterstützt von mehreren Investoren wird im August 1899 die Detroit Automobile Company gegründet. Ford kündigt bei Edison. Er ist nicht der Inhaber, sondern leitet die Entwicklungsabteilung. Rund 14 Lieferwagen verlassen bis 1901 das Werk, doch die Herstellungskosten übersteigen den Verkaufspreis. Nach nicht einmal 2 Jahren trennt er sich wieder von dem Unternehmen. Thomas Edison got him going. But then the next step was he had to prove himself. So some people backed him and he had his first company. I'm not answering your questions. I'm wandering. And he started his first company. That was called the Detroit Automobile Corporation. And Henry was kind of in charge of building this car. He wasn't the owner. He was in charge of building the car. They built about, I think it was like 14 of these vehicles. And they were
commercial trucks in it, but they had a problem because it cost them about $3,000 to build them, and they could only get like $2,500 for them. So each vehicle, they kept losing money. So quickly, they went out of business. Um seinen Ruf wiederherzustellen, wendet sich Henry Ford dem Rennsport zu. Gleich mit seinem ersten Rennwagen, genannt Sweepstakes, gewinnt er im Oktober 1901 gegen den renommierten britischen Fahrer Alexander Winton. Einen Monat später wird die Henry Ford Company ins Leben gerufen. Da sich Ford und seine Investoren nicht einigen können, ob das Unternehmen große oder kompakte Autos herstellen soll, wird nicht ein einziger Wagen produziert. Nach 10 Monaten ist auch Fords zweite Firma schon wieder Geschichte, die ab 1902 als Cadillac Motor Company weiter Autos baut. But then another guy partnered with Henry Ford. And they started up a company called the Henry Ford Corporation. They never even built a car. They never even built one car because they got into big discussions about should the car be big, should the car be little, you know, and they never got off the ground. They fought most of the time. So, you know, Henry Ford is kind of struggling. He's just making ends meet. Nach 2 gescheiterten Unternehmensgründungen wird das Geld für Henry Ford knapp. Er lebt mit seiner Familie bei seinen Eltern. Eine weitere Pleite kann er sich nicht mehr leisten. Erneut spielt Ford die Rennwagenkarte. Erneut heißt der Gegner Alexander Winton. Fords neuer Rennwagen, genannt 999, ist hochmotorisiert. Ein 8-Zylinder-Verbrennungsmotor. Zu viel des Guten für Henry Ford, der einen Fahrer anheuert. Souverän gewinnt der 999 im Oktober 1902 das Rennen. Ein großer Imagegewinn für Ford. Neue Investoren klopfen an. Am 16. Juni 1903 wird in Detroit, Michigan, die Ford Motor Company gegründet. Then he built another race car called the 999. Very famous race car. And he raced against an Englishman, Alexander Winton. And nobody thought he stood a chance of winning that race. But it was the largest internal combustion engine built, running on gasoline. It had 8-inch cylinders, and it was kind of interesting. Henry Ford was afraid of the car, so Henry Ford hired a driver because he didn't want to drive it himself. He said, "That thing's too big and too fast." So they hired a guy, and they won the race by a whole lap, and that catapulted Henry Ford's name, and now people came out of the woodwork to sponsor him and said, we need to start a company. And guess what? That's where we're sitting today, the Ford Motor Company. Im Sommer 1903 geht der erste Ford in Produktion. Sein Typenname lautet Model A, Spitzname Fordmobil. Ein einfaches Gefährt mit einem 2-Zylinder-Motor, 8 PS, Kettengetriebe und einer Höchstgeschwindigkeit von 48 Stundenkilometern. Der Preis beträgt $850. Am 15. Juli 1903 verkauft die Ford Motor Company ihr allererstes Auto an einen Arzt aus Chicago. Im gleichen Jahr taucht erstmals auch der markante Schriftzug des Ford-Logos auf. Jenes Logos, das in Deutschland später die Ford-Pflaume genannt wird. Entwickelt von Harold Wills. Ford selbst gilt nämlich nicht gerade als kompetenter Zeichner. Wills bedient sich eines Schablonensatzes, den sein Vater aus Deutschland mitgebracht hat. That logo was designed by a man named Harold Wills. And Harold Wills worked for Henry Ford as a draftsman. He helped design the Model T and all that stuff. He was a draftsman, because Henry Ford never was very good putting things on paper. He even admits that he could never draw his inventions very good. So he'd hire a draftsman of that. Well, the Ford Motor Company, he hired a guy named Harold Wills. And Harold Wills, supposedly, but I think it's true, got his father's stencil kit from Germany, and that Ford script is actually a stencil from his father's stencil kit, Harold Wills. But Harold Wills designed it. Innerhalb eines Monats spült das Model A annähernd $20,000 in die Unternehmenskasse. Nach weniger als 10 Monaten hat Ford 658 Model As verkauft, mit einem Reinerlös von knapp unter $100,000.
1904 eröffnet Ford das neue Werk in der Pickett Avenue in Detroit. Im Jahr 1905 produzieren rund 300 Arbeiter pro Tag 25 neue Fords, deren neue Typenreihen in alphabetischer Reihenfolge getauft werden. Doch erst mit dem Model N gelingt Ford 1906 ein echter Bestseller. Das Model N ist ein robustes Auto mit 4 Zylindern und Scheinwerfern. Sein Preis? $500. Der Durchschnittspreis anderer Hersteller ist fast 4-mal so hoch. Auch eine Ballonhupe kann bei Model N als extra mitbestellt werden. Je mehr Autos auf den Markt kommen, desto wichtiger wird die Ballonhupe im Straßenverkehr. Und je mehr Windungen die Hupe hat, desto teurer ist das Modell. Wie Warren Kincaid vom Olsett Transportation Museum in Maine erzählt. That's called a Rube's Single Twist Bulb Horn. If you look at other horns out in the collection, this is the Rube style. You'll see double twist, and then if you really were high class, you'd have a triple twist bulb horn. Allerdings wird die Ballonhupe schon bald auf den Straßen kaum noch wahrgenommen. Das macht sich der Signalhersteller Klaxon zunutze. Sein Produkt, so berichtet Olsett-Kurator Ethan Yankura, ist nicht zu überhören. Der Name ist Programm. Das Wort Klaxo stammt aus dem Griechischen und bedeutet kreischen. Und eine Klaxon habe dementsprechend auch auf dem Land jeden Bullen von der Straße getrieben. Bulbhorns were reportedly so commonplace in city traffic in particular, nobody paid any attention to the bulbhorn. It's sort of easy to ignore. I mean, by today's standards, it's distinct, but as an attention getter, when there are 100 bulb horns honking, it doesn't really convey the message that the klaxon does. And klaxon, the root of it, is a Greek word, which I think it's klaxo, which means to shriek. And when klaxons were introduced, the advertising made reference and comparison to the bulb horn. That a klaxon would get the bullocks out of your way, meaning you're driving in the country and there's a bull in the middle of the road, and you hit the klaxon and it's not going to be ignored. And and let's pull that plunger up and give you a little bit more of a. I'll let you hit it. There you go. Das Model N wird der erste Verkaufsschlager der Ford Motor Company. 8.500 verkaufte Fahrzeuge katapultieren das Unternehmen 1906 an die Spitze der US-amerikanischen Autohersteller. Doch das Model N hat einen Haken. Es ist zu klein für Familien. Die Stunde des Model T ist gekommen. Kapitel 3 – Das Model T. Der US-amerikanische Schriftsteller John Steinbeck hat einmal geschrieben, dass zwei Generationen von Amerikanern mehr über die Spulenzündung des Model T wüssten als über die Klitoris. Und mehr über das Planetengetriebe des Model T als über das Solarsystem. Die meisten Babys dieser Zeit seien in Model Ts gezeugt und nicht wenige darin geboren worden. Das Model T ist ein Auto für jedermann. Ein Auto, mit dem Stadtmenschen in die Natur fahren können, das auch die Landbevölkerung mobil macht. Ford will einen Wagen für die Masse bauen, ein Universalmodell, wie er in seiner Autobiografie erklärt. Ein Wagen, der gleichzeitig immer besser und günstiger werden solle. Mit dem Model T wird das Auto Teil des Alltags. He wanted the average person to have an automobile so they could get out in nature, so they could get out of the city, which to me seems like a little bit of a paradox with Ford and the automobile. That he incorporated industrialization and mass production, but his end result was to get people out in nature, which may not be a logical connection. So there's just so much, it's so rich in culture, and it's such a part, it made the automobile a part of our daily lives. 1907 beginnt Henry Ford mit den Plänen für das Model T. Es soll einfach, langlebig, bezahlbar und für wirklich jedermann leicht zu reparieren sein. Das Modell besteht aus 4 Einheiten: Motor, Wagengerüst, Vorderachse und Hinterachse. The Model T took into account a lot of customer service things. He paid attention to what people really needed to do with that automobile. He came up with 3 things. He said,
The car has to be simple, durable, and affordable. Those were the three things that he wanted that Model T to be. So he built it that way. Im September 1908 fährt der erste Prototyp aus dem Ford-Werk in Detroit. Der Wagen ist nicht nur einfach zu bedienen, auch die Fahreigenschaften verblüffen. Das Model T ist gut gefedert. Eine wichtige Neuerung angesichts der schlechten Straßenverhältnisse zu dieser Zeit. Der neue Wagen steckt voller Innovationen. So lässt Henry Ford erstmals den Vierzylinder-Reihenmotor aus einem einzigen Zylinderblock fertigen, bei dem die Zylinderköpfe abnehmbar sind. Das macht nicht nur die Zylinder zugänglich, sondern erleichtert auch den Guss und die Montage. Überdies ist das einteilige Gehäuse langlebiger. Auch beim Material setzt Henry Ford auf Qualität. Unter- und Oberbau des Wagens sind aus dem widerstandsfähigen, aber leichten Vanadiumstahl konstruiert. Ferner verlegt Ford viele Bedienelemente von der Lenkradhöhe in den Fußraum, zunächst auf zwei Pedale. Schon wenige Monate nach der Einführung werden ab 1909 drei Pedale Standard bei Model T. Mit dem linken Pedal werden die beiden Vorwärtsgänge geschaltet, mit dem mittleren Pedal der Rückwärtsgang, mit dem rechten wird gebremst. Die Hände bleiben am Lenkrad, von wo aus die Zündung eingestellt und das Gas geregelt wird. Ein Hebel dient als Handbremse. The other thing is Henry Ford took a lot of the gadgets that made the car run off of the steering wheel and put them down on the floor. He put pedals on the floor. So in the old days they tell me that the cars, sometimes you couldn't even keep both hands on the steering wheel. You had to reach down to run the spark and the throttle and all that, and you took your hands off the wheel completely. Das Model T setzt wohl auch den nordamerikanischen Standard für die Anordnung des Lenkrads. Ford erkennt, dass meist die Frauen auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Im Model T befindet sich das Lenkrad daher auf der linken Seite. Auf diese Weise können Beifahrer auf der sicheren und meist sauberen Seite der Straße aussteigen. Daher gibt es auch bei vielen Model Ts auf der Fahrerseite überhaupt keine Tür. Henry Ford realized that the man typically did the driving and the female was the passenger. And she wore a dress and he didn't want her to get out into the traffic side of the road. He wanted her to exit the vehicle onto the sidewalk. So by putting the driver on the left side of the vehicle, the passenger, who was the woman, when a car pulls up to a curb, the passenger, the female, is always able to get out onto the clean side of the road. It was also a safety issue. He didn't want anyone getting out onto the street side. So we don't even have a door on the driver's side of most Model Ts. Am 1. Oktober 1908 wird das Model T in mehreren Versionen offiziell vorgestellt. Als 2-, 5- und 7-Sitzer. Die günstigste Version kostet $836, gegen Aufpreis mit Windschutzscheibe. Der Werbeslogan lautet, Even you can afford a Ford. Selbst du kannst dir einen Ford leisten. Das Model T ist kein Schnäppchen, aber Ford bietet ein $2,000 Auto zum kleinen Preis. It wasn't cheap. But what you got for that was good. Here's what the deal is. You got a $2,000 car for $836. You didn't have the cheapest car built. And you certainly didn't spend the money on an expensive one. But you got the quality and the durability of an expensive car. Zum günstigen Kaufpreis kommen die erschwinglichen laufenden Kosten. Alle Ersatzteile können für wenig Geld in jedem Eisenwarenladen besorgt werden. This is the emergency brake, just like a normal car. It also holds this pedal up. See, when I do this, the pedal starts to move. This pedal is first gear when it's down and second gear when it's all the way out. So I'm going to release this and hold this pedal with my foot. This is the throttle. And this is the manual spark advance. So I'm going to advance the spark, give it a little throttle, turn it to the magneto, push the pedal down. I'm
just as you would the gas pedal. When you drive, you keep it between two fingers, you know? The horn is clear. We won't go far. Half a mile. There's a quiet space up here. So, when I let this pedal go, now we're in second gear, and that's all there is. That's all there is. So einfach ist das. Spritztour mit Christopher Fuchs nahe der Stadt Brunswick im US-Bundesstaat Maine. Fuchs besitzt ein Model T, Jahrgang 1926. Das Fahren ist ein Kinderspiel. Der liebevoll restaurierte Oldtimer fährt wie geschmiert. Höchstgeschwindigkeit etwa 70 Stundenkilometer, vor allem bergab. Gestartet wird der Verbrennungsmotor des Model T in den ersten Jahren mit einer Handkurbel vorn unterhalb des Kühlers. I need to choke it again, I think. Das Anlassen mit der Handkurbel ist beim ersten Mal gar nicht so leicht. Es bedarf der richtigen Technik. Der wichtigste Tipp? Den Daumen beim Umfassen der Kurbel verstecken. Sollte die Metallkurbel aus der Hand schnellen, könnte der Rückschlag den Daumen brechen oder gar die ganze Schulter. When you hold the handle, you notice that I'm not wrapping my thumb around the handle. We call it hiding your thumb. And what that allows, if this were to kick out of my hand, it's not going to take my thumb. I could break anything from my thumb to my shoulder if my thumb were wrapped around here. So I hide my thumb. If it gets away from me, it will pop out of my hand. Most likely it will hit me in the back of the hand, but it's not going to break my thumb. Doch die Ford Motor Company lässt ihre Model T-Kunden nicht allein, denn die meisten von ihnen haben ja vorher noch nie ein Auto besessen. Mit jedem Neuwagen wird eine Bedienanleitung ausgeliefert und das Model T in verständlicher Frage- und Antwortform näher gebracht. The beautiful thing about the Model T owner's manual was it was written in question and answer form. The whole manual, it was not step 1, step 2, step 3. It was how do I check my fluids? And it was written in a very common language for the average person who maybe had never seen a car before, never owned a car, never operated one. And it approached it from the perspective of, what does this handle do? And it would tell you, and by reading through the manual, you collect the information on how to run it. Erst 1919 wird Ford den elektrischen Starter beim Model T als Extra einführen. 7 Jahre nach dem Cadillac. Eine Tragödie beschleunigte die Entwicklung der Starthilfe. Ein hilfsbereiter Mann soll beim Starten eines liegen gebliebenen Wagens von der Handkurbel unglücklich getroffen worden sein. Wenig später stirbt er an den Folgen dieser Verletzung. The inspiration for the electric starter was a fatality from a hand crank, believe it or not. Someone was hit in the jaw cranking. The legend says that a woman in distress broke down on a bridge in some large city, somewhere in New York, perhaps. And a good Samaritan came along and cranked her car and got her going. But the crank hit him in the jaw. And he didn't die instantly, but he developed an infection in his jaw and died of the secondary infection. Der Amerikaner Charles Kettering entwickelt daraufhin den elektrischen Starter. Er wird 1912 von Cadillac vorgestellt. Um 1920 ist die Starthilfe Standard in fast allen Automobilen und ab 1919 eben auch für das Model T erhältlich. Das Model T ist ein großer Erfolg. Keine Überraschung für Henry Ford, wie er selbstbewusst in seiner Autobiografie betont. Alle Einzelteile seien gewissenhaft getestet worden. Der Erfolg sei daher mehr oder weniger vorbestimmt gewesen. Im Model T stecke alles, was er an Know-how in ein Automobil habe, hineinstecken können. Doch nicht nur auf der Straße ist das Model T ein Hit. Umbaubausätze kommen auf den Markt.
Einige Besitzer nutzen den Wagen als portables Sägewerk. Bauern basteln sich einen Traktor daraus. Kunden in kalten Ecken der USA zaubern sich Schneemobile. Sogar auf Schienen kann das Model T gesetzt werden. The snowmobile was a kit built primarily by, oh no, I've forgotten his name, in West Ossipee, New Hampshire, Virgil White, actually mass-produced kits to build snowmobiles. He built the skis, he built a secondary transmission, a large set of what are essentially Caterpillar bulldozer type treads, and you would convert your Model T into a snowmobile. You could do almost anything with a Model T. You could buy a kit to turn it into a tractor with large iron tractor wheels. You could plow the field in the spring, drive the car in the summer, drive the snowmobile in the winter. You could convert your Model T in just about any way you wanted. And the final Model T we have is a railway inspection vehicle that was built right here in Maine. Im Januar 1910 zieht die Produktion des Model T nach Highland Park. Die neue Fabrik wurde vom deutschstämmigen Architekten Albert Kahn entworfen. Die Anzahl der Arbeiter verdoppelt sich zwischen 1908 und 1911 von 2000 auf 4000. In der gleichen Zeit versechsfachen sich laut Henry Ford die Produktionszahlen auf knapp 45.000 Autos. 1911 steigt Henry Ford zum Helden der Autoindustrie auf. Wer zu diesem Zeitpunkt Autos bauen will, muss einem Mann namens George Selden eine Lizenzgebühr zahlen. Selden hatte sich ein Patent auf das Automobil gesichert. Mit Hilfe von Thomas Edison, der mit Patenten viel Erfahrung hat, geht Ford dagegen an. Schließlich könnte es nur auf Teile eines Autos Patente geben, aber nicht auf das komplette Gefährt. Ford und sein damaliger Partner James Cousins haben Erfolg. Das Patent wird aufgehoben. And at the time a guy named George Selden had a patent on the automobile and everybody had to pay him a royalty. Well, Henry Ford was the only guy that challenged it. And he said, this isn't right. All the other car manufacturers paid him the royalty and didn't say anything about it. But Henry Ford said, this is wrong. And he and his partner at the time, a guy named James Cousin, challenged it and said, you can't do that. Well, guess who Henry turned to about patents? Thomas Edison. Because Thomas Edison at the time held more patents than anybody else. And he said, Thomas, how do you get around this? This guy can't patent the entire car. He can patent pieces of it, but not the whole thing. Help me out. So Thomas Edison kind of became a consultant. Ford und Edison werden gute Freunde, verbringen sogar gemeinsame Urlaube in Florida. 1914 wird Edisons Labor durch ein Feuer zerstört. Da der Erfinder nicht versichert ist, stellt Ford seinem ehemaligen Mentor einen Blankoscheck aus. And then they hit it off. Then they got along perfectly, and throughout the years, actually one time, Henry Ford bailed out Thomas Edison. Thomas Edison's laboratories burnt down, and he didn't have any insurance. And if you can believe this, Thomas Edison was going to go out of business and claim bankruptcy. And Henry Ford showed up and gave him a blank check and said, here, isn't that bizarre? Here, the mentor who's mentored the student, and now the student helps out the mentor. Kapitel 4 – Eine industrielle Revolution. Im Oktober 1913 findet in der neuen Ford-Produktionsstätte eine industrielle Revolution statt. Henry Ford führt in mehreren Schritten die Fließbandarbeit in der Automobilproduktion ein. Bei der Entwicklung der beweglichen Montagebänder wird auch der Lehrer von Fords Sohn Edsel, Clarence Avery, mit einbezogen. And they actually hired, this is really fascinating, they hired Henry Ford's son's teacher, Clarence Avery. And Clarence Avery knew how to do time studies. He knew how to figure out how to assemble things quicker and how to streamline assembly. And he came in and helped with developing the assembly line and said, look, we got to get this from making, you know, 30 cars a day. We got to get this number up because we got a lot of men working in this factory. And of course, that's where all this cost savings came in.
Avery betreibt Zeitstudien und weiß, wie man Autos schneller und in größeren Mengen zusammenbauen und damit auch viel Geld sparen kann. Auch für die Käufer des Model T. If you could build them quicker and more of them, you ordered more parts, that brought the cost down on the parts. Thusly, the entire car started to get cheaper. Wie schon beim Verbrennungsmotor macht sich Henry Ford auch beim Fließband ein bereits bestehendes Prinzip zu eigen und perfektioniert es. Ford berichtet in seinen Memoiren, dass von nun an jedes Teil in der Fabrik in Bewegung gewesen sei. Das Zusammenbauen des Chassis kann durch das Fließband in Highland Park von 12 Stunden auf 93 Minuten verkürzt werden. 1914 produziert Ford 308.162 Autos, mehr als alle anderen Autobauer zusammen. In den kommenden Jahren verdoppeln sich fast jährlich die Produktionszahlen. Gleichzeitig sinkt der Preis für das Model T um nahezu zwei Drittel. That's pretty incredible. Um das hohe Produktionstempo halten zu können, wird das Model T ab 1914 nur noch in schwarzer Farbe angeboten. Henry Ford selbst soll gesagt haben, jeder Kunde soll seinen Wagen beliebig anstreichen lassen, wenn der Wagen nur schwarz ist. When they sped up and made it go faster, the moving assembly line, the one thing that was holding them up was the paint drying. Black dries the fastest. Black paint dries the fastest. So they switched to black paint. That also meant that they only had one color that they had to work with. And also, black paint has a certain amount of rust quality. It doesn't rust as bad. Doch das Fließband findet nicht nur Freunde. Viele Arbeiter in Highland Park hassen die monotone Arbeit und quittieren den Dienst. Die Fluktuation liegt bei 40%. Viele Amerikaner haben zuvor nur auf Farmen gearbeitet, draußen auf dem Feld, nicht in Fabrikhallen. Gleichzeitig steigt in der Ford-Produktionsstätte der Anteil der Immigranten aus Europa. Viele von ihnen sind die Arbeit in Fabriken gewohnt. 40% turnover. It was terrible. You couldn't even go to hardly, you could hardly build a car in the old days, because the absenteeism was so terrible. See, a lot of people say, Bob, how come so many, quote, foreigners got jobs in the plant? How come so many immigrants worked in the plant? Well, I knew because my family's from Denmark, and they could work in the plant. That's because Europe already had factories in that. But young America was all rural. It was all farmers. We basically fed the world. Die Fluktuationen und die Ausfallzeiten gefährden die Produktion. Ford muss handeln. Am 1. Januar 1914 verdoppelt er die Gehälter seiner Fabrikarbeiter. Von $2.34 auf $5 pro Tag. Außerdem führt er die 40-Stunden-Woche ein. 5 Stunden weniger arbeiten bei mehr als doppelter Bezahlung. So, to stabilize the workforce and to attract the best people, we said, hey, look, this is a no-brainer. We're going to increase their wages, which will attract the best people. But another thing they did, smart, is they cut it down to a 40-hour work week. Fords Plan geht auf. Schon am nächsten Tag stehen die Bewerber in Highland Park Schlange. 1917 macht Henry Ford den einst gefassten Vorsatz wahr. Mit seiner neuen Firma Ford & Son stellt er seinen ersten Traktor, den Fordson, vor. Das Gegenstück des Model T für die Farm. Bis in die 1920er Jahre hinein sind 75% aller amerikanischen Traktoren Fordsons. Ab 1921 werden die Fordsons in Fords neuer Produktionsanlage in Dearborn nahe Detroit hergestellt. Der Name der gewaltigen Anlage, The Rouge. Um 1930 herum arbeiten in den 93 Gebäuden mehr als 100.000 Menschen. Alle 49 Sekunden läuft ein neues Auto vom Band. Es gibt ein eigenes Kraftwerk, eine eigene Feuerwache, ein eigenes Krankenhaus und 160 Kilometer Schienenstränge. Jeden Tag werden mehr als 1.000 Tonnen Stahl geschmolzen und 500 Tonnen Glas hergestellt.
Mit The Rouge macht Ford seine Vision einer integrierten Fabrik wahr. Alle Fertigungsschritte vom Rohstoff bis zur Endmontage sind unter einem Dach vereint. Mittlerweile hat Ford mehr als 800.000 Model Ts verkauft. Mehr Autos als alle anderen Hersteller in den USA zu dieser Zeit zusammen. Am 31. Mai 1927, 19 Jahre nach seiner Einführung, fahren Henry und Edsel Ford das 15-millionste und letzte Model T aus der Fabrik in Highland Park. Eine Ära ist beendet. Erst 1972 wird das Model T vom VW Käfer als bestverkauftes Auto abgelöst. Kapitel 5: Wie Ford nach Deutschland kam. Aber bevor in den USA das letzte T-Modell gebaut wird, hat es seinen Weg nach Europa gefunden. Auch nach Deutschland, wo in Berlin eine erste Ford-Fertigungsstätte eingerichtet wird. Diese existiert seit 1925. Ende der 20er Jahre entwickelte sich das Ganze dann so gut, dass man feststellte, eine reine Montage von Fahrzeugen lohnt sich nicht mehr, wir bauen ein richtiges Werk. Das erzählt der heute in der Entwicklungsabteilung tätige Ford-Mitarbeiter Thilo Mörke. Vorher kamen die Autos im Prinzip zerlegt aus Kisten aus den Werken in Kopenhagen und Übersee. Man suchte dann ein größeres Gelände, weil es am Berliner Westhafen keine Möglichkeit gab, sich auszubreiten. Henry Ford war es immer sehr wichtig, dass die Werke an Wasserstraßen lagen, weil er die Wasserstraßen als Transportwege schätzte. Also sah er zu, wo er entsprechende Örtlichkeiten vorfinden konnte. Und das war unter anderem im Gespräch eben Standorte hier in Neuss im Rheinland oder auch in Frankfurt am Main war im Gespräch und dann auch Köln. Und Adenauer hat dann im Prinzip als damaliger Oberbürgermeister mit den Ford-Verantwortlichen verhandelt und eben dieses Areal hier im Norden von Köln zur Verfügung gestellt, was damals rundherum noch frei war, wo also genug Platz war, sich auszubreiten und natürlich auch direkt am Wasser lag. Und so ist Ford dann hier nach Köln gekommen. Genau gesagt im Jahr 1931, mitten in der Weltwirtschaftskrise. Ein Coup, über den sich Konrad Adenauer noch Jahrzehnte später als Bundeskanzler stolz zeigte. So war für uns sehr wichtig, die Ford-Werke nach Köln zu bekommen. Es war das erste Werk, das Ford außerhalb Amerikas hat, aber glaube ich in England war eine Direktion. Die Erinnerung trügt Adenauer nur zum Teil. Ford-Werke gibt es zu diesem Zeitpunkt schon in vielen Ländern. Aber Köln wird neben dem Standort England tatsächlich zur einzigen richtigen großen Ford-Fabrik. Und es ging natürlich um Arbeitsplätze. Man sagt ja immer, er war ganz scharf drauf, so einen großen Arbeitgeber wie Ford nach Köln zu holen. Aber wenn man mit anderen Historikern spricht, stellt sich raus, das ist vielleicht gar nicht so der Fall gewesen. Weil in Köln gab es schon vorher viele kleine Automobilhersteller, die alle relativ schnell wieder bankrott gegangen sind. Und man hatte die dann auch mit Steuersenkungen und anderen Subventionen unterstützt und blieb aber nachher auf den Arbeitslosen sitzen. Also ein Problem, was wir heute ja auch noch kennen. Und deswegen ist es gar nicht so sicher, ob er so scharf drauf war, nun unbedingt noch Ford zu bekommen. Aber man versprach sich offensichtlich von den Amerikanern da einen gewissen Rückenhalt, weil Ford ja natürlich zu der Zeit in den USA eine Ikone war. Henry Ford kennt Europa aber auch aus eigener Anschauung. Wiederholt besucht er seine Werke auf dem Kontinent, ob in den Niederlanden, Belgien oder Dänemark, in Spanien, Italien, England und auch in der Heimat seiner Familie in Irland. Auch ein Urlaubsaufenthalt in Berchtesgaden ist dokumentiert. Und so liegt es auf der Hand, dass der große Ermöglicher auch persönlich den Grundstein der Ford-Werke direkt am Gelände am Rhein legt. Aber wie kommt es, dass im Kölner Werk nach und nach auch eigene Ford-Modelle jenseits der in den USA gängigen Fahrzeuge gebaut werden? Das wiederum drückt die neue Regierung durch und das sind jetzt die Nationalsozialisten, die bestimmen, dass der heimische Anteil am Fahrzeug größer werden muss. Dann hat man angefangen, hier mit den in Deutschland ja zahlreich vorhandenen Lieferanten Gespräche aufzunehmen und sukzessive immer mehr Bauteile hier in Deutschland bezogen. Ja, da gibt es also Lieferanten, mit denen arbeitet Ford noch heute zusammen. Aber es gibt noch einen anderen Grund. In Europa haben wir eine andere Fahrzeugbesteuerung wie in den USA. In Europa wird in den meisten Ländern auch damals schon nach Hubraum besteuert. Das heißt, die großen amerikanischen Motoren, selbst ein Ford A-Modell hat ja einen 3,2 Liter Motor, die waren in Deutschland vom Unterhalt relativ teuer. Und deswegen auch kein großer Verkaufserfolg.
Und deshalb kommt aus der damaligen Ford-Europa-Zentrale in England der Ruf nach eigenen Modellen. Und dann wurde noch in USA im Prinzip das Ford Y-Modell entwickelt. Der kam hier in Deutschland nicht als Y, sondern als Ford Köln heraus. Und in Deutschland war der Nachfolger dieses Y-Modells deutlich erfolgreicher, weil den haben wir hier als Ford Eifel verkauft. Dieses Modell kommt wiederum im Ursprung aus England, wird dort als Ford C eingeführt. Und der war hier sehr erfolgreich. Und speziell nach einem Facelift 1937 galt der Wagen als sehr schick. Und da gingen die Verkaufszahlen von Ford in Deutschland extrem hoch. Die NS-Regierung forciert ihre Politik derweil weiter, gebietet der Typenflut an Fahrzeugen in Deutschland Einhalt, auch schon im Hinblick auf Krieg und Fronteinsätze. Der Bau von Lkw hat nun Vorrang. Im Normalfahrzeugbereich darf Ford nur planen, unter anderem den Taunus als Weiterentwicklung des Ford Eifel. Was aber entscheidender ist, bereits seit 1934 prangt auf dem Ford-Emblem unten der Zusatz deutsches Erzeugnis. Das war ganz wichtig, weil zum Beispiel ausländische Fahrzeuge auf deutschen Behördenparkplätzen gar nicht parken durften. Es durften auch öffentliche Flottenkunden, ich sage jetzt mal die Müllabfuhr oder Behördenfahrzeuge, dürften nur deutsche Fahrzeuge kaufen. Die Zeiten werden härter im Vorkriegsdeutschland. Und Ford wird nach und nach eingemeindet, wie ein NS-Wochenschaubericht über die Stadt Köln dokumentiert. Dort liegt am Rande der Stadt, direkt am Ufer des Rheins, ein deutsches Werk, Ford. Das ist Ford, ein deutsches Werk an deutschem Strom. Tausende deutscher Volksgenossen schaffen hier Tag für Tag zum Ruhme der deutschen Arbeit. Sie schaffen ein gutes Erzeugnis mit fleißigen Händen und der Erfahrung dreier Jahrzehnte. Sie schaffen den Wagen zu niedrigem Preis, vollendet in Güte und Form. Die Scheibe ziert ein I.O., nun ist der Wagen in Ordnung. Die Geschichtsfälschung ist offensichtlich. Seit drei Jahrzehnten existiert die Ford Motor Company in den USA, nicht in Köln. Aber nicht alles ist nur pure Propaganda. In der Tat duldet Henry Ford stillschweigend die Pose der deutschen Einbürgerung seines Werkes. Auch wenn die Mehrheit der Aktienanteile in den USA liegt, wird Ford de facto immer stärker von NS-Hand regiert. Lässt Henry Ford das zu, weil er mehr oder weniger offen den hitlerschen Antisemitismus teilt? Es gibt Schriften Fords, die das eindeutig belegen. Es gibt diese Schriften. Er hat sich auch schon sehr früh, also lange vor Machtergreifung der Nationalsozialisten hier in Deutschland, kritisch gegenüber dem Bankentum geäußert. Er hat es ja immer vermieden, irgendwo Kredite aufnehmen zu müssen. Sagt immer, er bezahlt das aus seiner eigenen Tasche. Er traute also den Bankern überhaupt nicht über den Weg und warf dann, wie viele zu der Zeit, eben auch Banker und Juden in einen Topf. Aber Henry Ford akzeptiert noch eine ganz andere Art feindlich-freundlicher Übernahme. Er lässt sogar zu, dass sein Logo, die berühmte Ford-Pflaume, von den deutschen Ford-Modellen verschwindet. Auch das natürlich ein Versuch zu zeigen, dass das Fahrzeug aus Köln kommt, dass es ein deutsches Produkt ist und nicht diesen amerikanischen Namen trägt. Man hat dann ein neues Firmenemblem entworfen, wo man den Kölner Dom hinter der stilisierten A-Halle hier am Rhein sieht. Eine Ansicht, die es gar nicht gibt, weil der Dom steht genau auf der anderen Seite. Aber es zeigt natürlich die Verbundenheit hier zum Kölner Raum und zeigt auch, dass man im Prinzip deutsch ist. Und die Pflaume bleibt lange Zeit verschwunden, bis in die 70er Jahre hinein. Die verschwand nicht nur in Deutschland, das muss man also so sehen. Auch die Engländer hatten also jahrzehntelang nicht die Ford-Pflaume auf ihren Fahrzeugen. Ford USA hatte zu der Zeit auch, wenig Einfluss auf die Entwicklungen hier in den europäischen und anderen Überseemärkten. Das heißt, sie versuchten, sich da so ein bisschen rauszuziehen und wollten aber auch keine Garantien darüber übernehmen. Und deswegen sagte man, alle Fahrzeuge, die im Prinzip nicht die Qualitätsansprüche der Amerikaner erfüllen, dürfen keine Ford-Pflaume tragen. Und das erste Fahrzeug, wo dann die Pflaume wieder am Kühlergrill auftauchte, war dann der Escort. Und was ist in der Zwischenzeit in den USA passiert? Kapitel 6. Model A Reloaded. So klingt die nächste Generation aus dem Hause Ford, das neue Model A. Henry Ford hält lange am Model T fest, zu lange, wie sein Sohn Edsel findet. Zwar wird das Model T über Jahre immer weiter verbessert, doch laut Robert Kripke schläft die Konkurrenz nicht.
Andere Hersteller, wie General Motors oder Chrysler, hätten das Model T kopiert und auf ihre Weise optimiert, sowie mit frischen Farben und speziellen Extras ausgestattet. Ende der 1920er Jahre droht Ford im Wettbewerb zurückzufallen. But you gotta remember that Henry Ford is getting to be an older man, and he's got his son's younger. And Henry Ford really admires that Model T. And of course the Model T didn't have to prove itself. It was the best-selling car in the world. But by the end of the 1920s, or the middle of the 1920s, it started to fall off. And that's because other car manufacturers, mainly General Motors and Chrysler, they were duplicating it. And they were saying, but we can go one better. You can have it in beautiful turquoise blue, and we'll put these special options on it. And it was looking kind of cool. Model T didn't change much. You know, little things changed. Vor allem der Preis hält das Model T im Rennen. 1922 kostet das Model T weniger als $300, ein unschlagbares Angebot. Doch auch der wachsende Gebrauchtwagenmarkt macht Ford zu schaffen und die Tatsache, dass das Model T so langlebig ist. Selbst in den 1950er Jahren sind noch mehr Model Ts unterwegs, als die Konkurrenz in einem Jahr herstellt. One of the problems we had, this sounds like a good problem, but it isn't, people kept their Model Ts forever. They ran forever. In fact, the Model T, in the 1950s, there were as many Model Ts still running as many of the new car companies made a year. Mitte der 1920er Jahre drängt Edsel Ford seinen Vater, ein zeitgemäßes und schickes Modell herzustellen. See, Henry Ford was big into mechanical changes, but he wasn't big into styling and design and the luxuries. But Edsel said, hey dad, we gotta stop making this Model T and make something new. We gotta come up with something new. Ende Mai 1927 wird die Produktion des Model T eingestellt. Die Umstellung der Fabrik auf die neue Modellreihe kostet die Ford Motor Company viel Zeit und noch mehr Geld. 6 Monate lang stehen die Fließbänder still. Auch weil Henry Ford die integrierte Fabrik in The Rouge in die Tat umsetzt. 60.000 Mitarbeiter müssen allein in Detroit zu Hause bleiben. Edsel and his dad finally decided we better stop the Model T and build a Model A. But there was only months, like a half a year, to do it and start practicing vertical integration, where we start building everything from the ground up. In doing so, they basically stopped the Model T in 1927. Bam! And then everybody went home. They did. They just stopped. Während Henry Ford das mechanische Design des neuen Modells überwacht, verantwortet Edsel das Styling. Dabei bedient er sich beim deutlich teureren Lincoln, eine Automarke, die Ford 1922 übernommen hatte. Am 2. Dezember 1927 wird das neue Model A vorgestellt, das zweite Model A in der Geschichte des Unternehmens. And they named it Model A in commemoration of the first car they'd ever built. That's why it was called Model A again. Kind of weird, we've got 2 Model A's in the company. Das neue Model A ist ein elegantes Automobil und technisch fortgeschrittener als das Model T. Hubraum 3,3 Liter, 40 PS, 3 Gänge. Höchstgeschwindigkeit fast 100 Stundenkilometer. Erhältlich in 4 Farben. Mit elektrischem Starter. Noch einfacher zu fahren. Das Model A erschüttert die automobile Welt zwar nicht in ihren Grundfesten. Doch die Modellreihe setzt neue Standards gegenüber dem Model T. Der Motor ist moderner, die Lenkung deutlich besser. Bei der Preispolitik bleibt Henry Ford sich treu. Im Basispreis ist das Model A gerade mal $35 teurer als das Model T und damit günstiger als das technisch gleichwertige Modell K von Chevrolet. It wasn't a heck of a lot more expensive, no. In fact, that was the thing, that was the trick. Henry Ford announced, hey, we're not going to raise this price significantly. I think it was maybe within $35 of the Model T. Die nächste Spritztour mit Autoliebhaber Christopher Fuchs auf den Straßen von Maine.
Dieses Mal in seinem Model A aus dem Jahr 1931. Das Schalten ist ähnlich leicht wie beim Model T. Nun gibt es eben einen Gang mehr. Shift pattern for this is reverse, so it's first, second, third. That's so when you drive it on the way back, you know. That's the spark. Away we go. Ford begleitet den Verkaufsstart mit einer gewaltigen Image-Kampagne. Zu den ersten Käufern gehören Thomas Edison sowie die Hollywood-Stars Douglas Fairbanks und Mary Pickford. Geschickt setzt Henry Ford die Prominenz ein, um die Werbetrommel für seine Automobile zu rühren. So erzählt sein Urgroßenkel Al Josiali von einem berühmten Foto mit Mary Pickford. Es zeigt die Filmdiva neben einem Model A und einer werbewirksamen Unterschrift. In fact, there's a famous image of Mary Pickford in front of, I believe it's a Model A, and she signed her name Mary Pickford and sent it to Henry. Das Model A schlägt sofort ein. 600.000 Bestellungen gehen ein, berichtet Henry Ford. Der Wagen katapultiert die Ford Motor Company wieder an die Spitze der Verkaufszahlen. Doch Ford kann den Platz an der Sonne nicht lange genießen. Anfang der 1930er Jahre bremst die wirtschaftliche Depression die allgemeinen Absatzzahlen aus. Überdies stellt Chevrolet einen neuen Sechszylindermotor vor, der auf große Begeisterung stößt. Kapitel 7. Henry Fords letzte große Stunde. Um Chevrolet erneut vom Verkaufsthron zu stoßen, überrumpelt Henry Ford sogar die meisten seiner Ingenieure. Auf einer Pressekonferenz verkündet er überraschend, dass Ford einen serienmäßigen 8-Zylinder-Motor präsentieren werde, zum Preis eines 6-Zylinders. Robert Kripke erzählt, dass einige von Fords Ingenieuren vor Schreck beinahe in Ohnmacht gefallen seien. Denn Chevrolet, Cadillac und Chrysler haben bereits einen 8-Zylinder-Motor im Programm zu einem sehr stolzen Preis, da die Herstellung äußerst arbeitsintensiv ist. Henry Ford called a press conference, and unbeknown to a lot of the engineers, this is a great story in the room, Henry Ford said, and by the way, we're also going to offer a V8 engine standard for anybody that wants it. And several of the engineers fainted. They passed right out. Because as you maybe know, V8 engines, Chevrolet, Oldsmobile, Cadillac, a whole bunch of the car companies, and Chrysler's, they offered V8 engines. But very special. They were very expensive, and they were very labor intense. There was a lot of moving parts in those things. Henry Fords Entwicklungsteam ist konsterniert. Binnen kürzester Zeit muss ein 8-Zylinder-Motor her. Wie schon beim Model T-Motor aus einem Guss. Angeblich lassen die Ingenieure 240 V8-Motoren bauen, doch keiner funktioniert, das Gussteil ist hochkompliziert. Doch der 68-jährige Ford macht Druck, lässt sich nicht von seiner Idee abbringen. Er zitiert seine Ingenieure zu sich. In einer Woche müsse der Motor fertig sein. So Henry announced this, and they only had a few months to do this, and nobody knew how to do it. Nobody knew how to do it. And we built about 240 V8 engines, and none of them worked. None of them worked. And Henry Ford called all the engineers into the room, and they all thought they were going to get fired. It was pretty clever. He called them into the room. He said, look at guys. Now you know what not to do. Build me an engine in the next week. Die Ingenieure schwitzen Blut und Wasser.
Fords rechte Hand, Charlie Sorensen, findet schließlich heraus, wie der V8-Motorblock in einem Gehäuse gegossen werden kann. And it revolutionized everything, and we were 8 years ahead of General Motors. It took them 8 years to catch up. That V8 engine was the greatest innovation that automotive field had ever seen. Amazing. Mit dem V8-Motor zieht Henry Ford 1932 seinen letzten Trumpf aus dem Ärmel. Bisher konnten sich nur betuchte Kunden kraftvolle Motoren mit vielen Zylindern leisten. Der Ford V8 auf der Basis des Model A ändert das. Eine echte Revolution, die Ford wieder für mehrere Jahre an die Spitze der Verkaufscharts setzt. Es ist die letzte Innovation, an der Henry Ford direkt beteiligt ist. Am 7. April 1947 stirbt Henry Ford in seinem Haus in Fairlane, Michigan. Für das Forbes-Magazin ist er 1999 der Geschäftsmann des Jahrhunderts. Forbes lobt Ford für drei der größten Management-Geistesblitze des Jahrhunderts. Das Fließband, die Verdopplung des Gehalts seiner Arbeiter sowie die vertikale Integration. Doch die Initialzündung für all dies sei das Model T gewesen, findet Robert Kripke. Nothing matches the Model T. Model T is the most famous car in the world and did set the standards for all other automobiles to follow. And it's basically because the Model T ushered in the moving assembly line, the $5 a workday, standardized left-hand drive, better suspension. It goes on and on and on. Durable, simple, all of those things, and affordable. And those are the things that the Model T ushered in. And Henry Ford was behind all of those, Kapitel 1. Ford, der Mercedes unter den Automobilen. Ein Spruch kursiert unter Ford-Liebhabern. Der Spruch vom Ford als dem Mercedes unter den Automobilen. Der Satz ist natürlich fragwürdig. Eine Metapher innerhalb desselben Genres, der reinen Lehre von der Schöpfung guter Sprachbilder entspricht das natürlich nicht. Ist aber trotzdem reizvoll. Wenn man Mercedes als eigenen automobilen Planeten sieht, weit enthoben aller anderen Fortbewegungsmittel. Seit Henry Fords T-Model-Innovation ist Ford ein Auto der Mittelklasse. Aber immer angetrieben davon, seinen Kunden einen Mehrwert zu verschaffen, ihn teilhaben zu lassen an einem Stück mehr Komfort, an einem Hauch mehr von Luxus, als es die Konkurrenten in der gleichen Liga zu bieten haben. Und immer wieder gelingen den Ford-Konstrukteuren Pointen und Überraschungen, die für gewisse Überlegenheitsgefühle sorgen. Auch in der ewigen Auseinandersetzung zwischen klein und groß. Stefan Beermann, Sprecher des umtriebigen Clubs Alt-Ford-Freunde e.V., ist lange Zeit Fiesta-Fahrer gewesen und erinnert sich gern an derlei Momente. Das Auto war mit 170 Stundenkilometer eingetragen, der fuhr aber durchaus auch ein bisschen schneller. Und wenn es bergab ging, dann, ich weiß nicht, ob die Tachonadel gelogen hat, aber ich denke, sie hat manchmal so um die 200 Stundenkilometer angezeigt. Naja, aber so manches großes Auto hatte da wirklich Probleme zu folgen. Und wenn man dann das Gas weggenommen hatte, man hatte so einen Drängler am Rücken, so bei 150, 160, man hat dann wieder das Pedal durchgetreten. Wenn man dann immer, wenn so ein Mercedes dann ganz weit zurückfiel, dann wusste man, es war ein Diesel. Und Ford macht vieles möglich, wenn es um Serviceleistungen geht. Das bekräftigt ein anderer Liebhaber. Uwe Hochstein, Inhaber einer Werkstatt in Castrop-Rauxel und Granada-Spezialist. Vor allem, ich konnte bei Ford alles bestimmen. Ich konnte sagen, ich habe ein rotes Auto, ich möchte eine blaue Innenausstattung. Das hat Ford dir gemacht, im Gegensatz zu anderen Fahrern. Zum Beispiel konnte ich bei Mercedes damals, als ich in Ägypten war, habe ich mir einen 123er Mercedes bestellt, nagelneu. Er war einer von den ersten, das war 1976. Ich hatte eine Klimaanlage bestellt und wollte zusätzlich ein Schiebedach. Das geht nicht. Wenn das Auto eine Klimaanlage hat, kriegt es kein Schiebedach. Das habe ich auch nicht durchsetzen können. Bei Ford überhaupt kein Problem. Ich konnte mein Auto so zusammen individuell zusammenstellen, wie ich wollte. Bei Ford kommt man alles machen. Und nicht nur das. Für Uwe Hochstein gibt es auch diesen einen Moment, als Ford tatsächlich einen Anlauf unternimmt, die Luxusklasse herauszufordern, mit der Platzierung des Granada. Mit diesem Ford sind ja sehr große technische Errungenschaften gemacht worden, schon mit der Hinterachse. Und ich schätze mal, dass sie dem Mercedes ein bisschen Konkurrenz machen wollten in die Oberklasse rein, was leider nicht geschafft haben, obwohl meiner Meinung der Granada damals wesentlich formschöner und auch besser ausgestattet war, als der Strich 8, den der Mercedes damals noch fabriziert hatte zu der Zeit.
In Sachen Langlebigkeit brauchen sich diese Modelle ohnehin nicht zu verstecken und auch nicht, was die Vielzahl von Variationen innerhalb eines Modells angeht. Die Karosserievarianten waren abwechslungsreicher. Es gab einen Kombi, es gab einen Zweitürer, es gab einen Coupé, es gab eine viertürige Limousine. Also das, bei der Mercedes gab es damals als viertürige Limousine und etwas später noch als Coupé und dann war es das. Und warb man für Mercedes damals nicht auch mit dem Argument, dass eine Lebensversicherung beim Kauf quasi mit inbegriffen ist, wegen der robusten Verarbeitung innen wie außen? Uwe Hochstein hat erlebt, dass sein Ford-Gehäuse ihm einen ähnlichen Schutz bot. Ich habe einen Totalschaden gehabt damit. Ich habe einen Frontalzusammenstoß gehabt in Jugoslawien mit einem anderen Granada, mit einem Kölner Türken. Und ich glaube, wenn wir andere Autos gehabt haben, hätten wir beide nicht mehr überlebt. Wir sind quasi Kotflügelkante auf Kotflügelkante gefahren. Ich kann nur von mir sagen, ich hatte 130 drauf, ich hatte eine Bremsspur vom halben Meter. Der hat gar nicht mehr gebremst, weil er geschlafen hat. Und es sah schon böse aus, aber ich glaube nicht, wenn ich ein anderes Auto gehabt hätte, hätten wir das beide nicht überlebt. Wir sind dann aneinander abgeprallt, der eine rechts hingraben, der andere links hingraben. Er hat sich überschlagen, ich bin im Heck in einen Baum reingeflogen, aber wir haben es beide relativ unverletzt überlebt. Dank Granada, würde ich sagen. Vielleicht ist ja doch was dran an dem Wort vom Ford als dem Mercedes unter den Automobilen. Kapitel 2: Kultfahrzeuge. 1. Der Taunus. Der Wagen, der sich hier zu Wort meldet, hat eine große Karriere hinter sich und setzt die erste Duftmarke eines Modells, mit dem Ford in Deutschland über fast 5 Jahrzehnte identifiziert wird, der Taunus. Wie schon vorher der Ford Eifel oder der Ford Rheinland, steht sein Name für das Bemühen der Werke in Köln, Ford als heimische Marke auf dem Markt zu etablieren. Mit Titeln, die sich bewusst auf umliegende oder benachbarte Mittelgebirge beziehen. Erstmals erblickt der Ford Taunus 1939 die Welt mit einer Form, die augenblicklich einen Spitznamen verpasst bekommt, der Buckel-Taunus. Buckel ist der Spitzname aufgrund der Form, die ja ähnlich wie beim VW Käfer, beim bekannten VW Käfer, so einen Buckel nach hinten zeigt. Und das Tolle war natürlich auch, dass das ein wirklich vollwertiges Alltagsfahrzeug war. Das Auto hatte schon eine geschlossene Karosserie. Man hat also sich da drin schon mit 4 Personen bequem fortbewegen können für die damaligen Verhältnisse. Man hatte schon eine Motorisierung beim Buckel-Taunus von 34 PS. Und man konnte also mit dem Auto schon etwas über 100 Stundenkilometer schnell fahren. Und das war ja natürlich etwas. Erzählt Stefan Beermann, Sprecher des Vereins der Alt-Ford-Freunde e.V. Auch Horst Ulrich, Besitzer einer Ford-Werkstatt in Dortmund, ist Mitglied und stolzer Besitzer eines Buckeltaunus aus dem Jahr 1951 mit seinem bezwingenden, volltönenden Klang. Sagen sie alle. Das ist ja richtig, geht ab wie ein Porsche. Ja, bringt schon Wumm in die Ohren. Und bisweilen ein mulmiges Gefühl in die Magengrube. Der schwankte wie auf hoher See immer so. Wohl, der hatte ja nicht die Straßenlage wie heute unsere Autos. Und wenn man dann so in eine Kurve fuhr, dann fing der ganz schön an zu wackeln. Aber das hat einen so fasziniert. Ich weiß es auch nicht, warum. Ich weiß zum Beispiel, ich bin mal mit einem Kunden Probe gefahren und dann kam auf einer Nebenstraße ein Auto raus und ich musste nach links ausweichen und die Karre, die ging hoch und stand auf 2 Rädern links und dann konnte ich nur noch wieder, dass er rechts rüber kam. Und als wir dann wieder aufs Betriebsgelände fuhren, da stieg der Mann aus und sagte, Ulrich, wissen Sie was? Ich hätte das Auto auf die Schnauze gelegt, auf die Seite gelegt. Sagt er, wie sie das gemacht haben, dass der wieder runterfiel. Das war faszinierend. Aber ab 1952 sind derlei akrobatische Manöver nicht mehr notwendig. Der Buckel muss weichen. Neue Varianten des Taunus werden geboren, wie der P2 Taunus 17M, der wegen seines vielen Zierrats auch Barock-Taunus genannt wurde. Oder der 12M als direkter Nachfolger des Buckeltaunus. Beinahe hätte dieses Stück Hunsrück geheißen, was aber abschlägig beurteilt wurde. Von Landschaftsnamen hatte man nun genug, beließ es bei Taunus, gesellte dafür ein M für Meisterwerk und eine 12 für den Hubraum des Motors hinzu. Stefan Beermann ist Besitzer eines solchen Meisterstücks, das er selbst restauriert hat.
Ja, also das ist der Ford Taunus 12M G13AL, verfügt also für die Chromzierrad, ist ein typisches Fahrzeug der Wirtschaftswunderzeit. Er hat also einen großen Chromgrill, er hat eine rundumlaufende Zierleiste, er hat Verkleidung an den jeweiligen Scheiben hinten, er hat ein weißes Lenkrad, eine durchgehende Sitzbank. Das Fahrzeug hat 6 Volt, eine 6 Volt Anlage, hat 38 PS, fährt 110 Stundenkilometer und es macht wahnsinnig viel Spaß damit zu fahren. Die Farbe nennt sich Geranienrot 59. Ein nicht ganz so häufig georderter Farbton in den 50er Jahren, aber dennoch auf diesem Fahrzeug völlig original. Man sieht das an den Innenausstattungen, die halt eben authentisch zu dem Außenlack sind. Wenn Stefan Beermann damit durch die Straßen seiner Heimatstadt Hagen fährt, leuchten nicht nur bei ihm die Augen, sondern auch bei den Passanten. Und im Innenraum breitet sich 60er-Jahre-Atmosphäre aus. Ja, also dieses Fahrzeug ist schon mit einer Menge Luxus ausgestattet. Wir haben zum Beispiel das Mehrklimagerät. Eine Heizungsanlage ist also in diesem Auto verbaut. Und die musste also auch extra noch mitbezahlt werden, wobei sie eigentlich schon obligatorisch war. Wir haben auch noch eine Scheibenwaschanlage, die besteht aus einem kleinen Gummiball. Da kann man drauf treten und dann kann man damit mit einer Scheibenwaschdüse auf die Scheibe spritzen. Und wir haben hier bei diesem Auto als besonderen Luxus einen rechten Außenspiegel. Es sind viele Sachen, die hier drin verbaut sind. Der Käfer hatte das alles nicht. Wir haben eine Tankuhr, man muss also keinen Peilstab mehr rausziehen. Wir haben viele kleine Annehmlichkeiten im Fahrzeug und die Autos waren auch noch etwas höher. Gerade das Vorgängermodell war auch noch etwas höher, weil man in dieser Zeit auch Hüte getragen hat. Obwohl das Fahrzeug keine 4 Meter lang ist, haben wir eine Menge Platz hier drin, wenn man sich hier umguckt. Also das Auto ist schon richtig stattlich. Man muss sich also hinten nicht hineinquetschen. Man könnte sogar theoretisch ganz bequem mit 6 Mann mit diesem Auto fahren. 3 passen auf die vordere Sitzbank und 3 würden auf die hintere Sitzbank passen. Ja, also wir haben hier ja sehr viele Glasflächen. Wenn man sich den Buggeltaunus noch anguckt, der hatte natürlich noch sehr, sehr kleine Fensterscheiben. Ähnlich wie ein VW Käfer hinten, der Brezelkäfer mit seinem kleinen Fenster hinten. Aber wenn man sich hier umdreht, man kann also beide Heckflossen des Fahrzeuges einsehen. Und da weiß man auch, da ist Schluss an diesem Fahrzeug. Da geht es also nicht weiter. Man braucht hier also keine Parksensoren. Man hat also einen hervorragenden Rundumblick. Und genau das ist auch eine Werbung der Fordwerke, dass man in diesem Fahrzeug also einen hervorragenden Rundumblick hat. Eine freie Sicht auf die Welt, die dann von einem weiteren Modell noch getoppt wird und der Legende des Taunus eine neue Geschichte hinzufügt. Die Geschichte des P3. Waren seine Vorgänger noch stark vom amerikanischen Design geprägt, so ist hier mit einem Schlag alles anders. Horst Ulrich ist damals 1960 dabei, als der neue Ford Taunus in den Fordwerken von Köln enthüllt wird. Die kam damals zu uns zum Betrieb, auch zugedeckt auf Tiefladern. Dann wurden sie abgeladen, anderen Tag war Stichtag. Dann durfte das Fahrzeug der Bevölkerung gezeigt werden. Und wir natürlich als Gesellen waren natürlich auch ganz scharf drauf, was ist los. Und dann zog man die Plane runter und dann, das Auto wird nie ein Schlager werden. Das wird nie die Leute kaufen. Wie sieht das denn aus? Und was ist es geworden? Eins der größten Schlager, den Ford hatte damals. Nur, was entsetzt nicht nur Horst Ulrich so sehr an dem Design? Nun, es gibt keine Heckflossen mehr. Der viele Chromschmuck ist verschwunden, die klassische Kastenform auch. Das Auto besticht durch Rundungen, glatte Linien, große Glasflächen. Soweit wie ich mich erinnere, als wir da rum schon, als wir weggingen, dann sagte einer bei uns, wo wir schon wieder fast in der Werkstatt waren, weißt du was, die Badewanne kauft kein Mensch. Und so entstand jedenfalls bei uns im Betrieb der Name Badewanne. Ob das nun von uns aus ganz rumgegangen ist, hier in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls bei uns hieß das Ding sofort am ersten Tag Badewanne. Wir haben natürlich wieder gedacht, so einen viereckigen Kasten, wie die Autos damals alle waren. Ne? Und das war einfach hier, einfach die, wie hieß es, die Linie der Vernunft. Und das ist gar nicht mal übertrieben. Von seiner Windschlüpfrigkeit her, dem sogenannten CW-Wert, setzt dieses neue Fahrzeug tatsächlich Maßstäbe. Der beste CW-Wert ist ja eigentlich die Tropfenform. Wenn man einen Wassertropfen fallen lässt, dann hat man eigentlich den besten CW-Wert erreichen, den es überhaupt gibt. Also ein Wassertropfen nimmt also dementsprechend die Form an, halt eben, die man eigentlich als optimal bezeichnen kann. Das kann man beim Auto natürlich nicht realisieren,
Aber man sieht es auch bei den heutigen Fahrzeugen. Sie sind also dementsprechend an einigen Stellen breiter gehalten. Sie flachen halt eben dementsprechend ab. Das hat was mit Verwirbelung am Heck zu tun und, und. Aber diese Badewanne, die hatte schon einen sehr, sehr niedrigen CW-Wert in seiner Zeit. Die erreichten die Konkurrenten eben nicht und zumindest nicht als Limousine. Und das war was ganz Revolutionäres. Aerodynamik und Design in einer ganz neuen Verbindung. Bis 1967 wird die Badewanne gebaut. Bis 1982 noch weitere Modelle des Taunus, mit dem sich Ford endgültig das Herz der Autofans in Deutschland erobert hat. Kapitel 3. Kultfahrzeuge 2. Der Granada. Ford baut in den Folgejahren weitere Charakterstücke für das kulturelle Langzeitgedächtnis. Mit dem Capri bedient Ford die wachsende Nachfrage nach sehr schnittigen sportlichen Automobilen und zieht damit sogar in den Rallye-Sport ein. 18 Jahre lang, von 1968 bis 1986, kreuzt er auf den heimischen Straßen herum. Dazwischen liegt die Geburtsstunde eines anderen Modells, dessen nahezu überzeitliche Rolle, die er spielen wird, 1976 freilich noch nicht absehbar ist. 2 Jahre zuvor hat Volkswagen bereits mit dem Golf seinen Coup gelandet. Aber für Stefan Beermann von den Alt-Ford-Freunden ist es nicht der Golf, an dem sich der Fiesta messen möchte. Der Fiesta zielte mehr auf den damaligen Audi 50 bzw. auf den VW Polo. Und man hat mit diesem Fiesta der ersten Serie wirklich einen Erfolgswurf gelandet. Er galt zudem als sehr robust und sehr langlebig und auch seine Motoren hielten Ewigkeiten. Was im Kleinwagenbereich durchaus honoriert wird und neue Kundenkreise erschließt. Ich denke aber, dass der Fiesta als Zweitwagen konzipiert war und natürlich später ein absolutes Auto für Fahranfänger war. Er war klein, er war wendig, er hatte aber alles verbaut, was man brauchte. Er war langlebig und für den sportlichen Fahrer, so für mich, gab es ja dann auch den XR2. Also man konnte auch den Fiesta von ganz einfach bis luxuriös ordern oder halt eben die sportliche XR2-Version. Aber natürlich war es so, dass gerade in den 70er Jahren viele Frauen und Mütter auch ihren Führerschein dementsprechend machten und die brauchten natürlich auch ein Auto. Und da war der Fiesta natürlich ein schickes, kleines Stadtauto. Also es war schon irgendwie ein Fahrzeug, was halt eben da eine Nische dementsprechend ganz, ganz klar angekratzt hat. Und es war ja auch von Erfolg gekrönt, wie man sieht bis heute. Auch Uwe Hochstein, Werkstattinhaber in Castrop-Rauxel, ist von dem Auto nach wie vor begeistert. Das wird der Wurf des Jahres. Vor allem die alten Fiesta, die waren auch, wie gesagt, ein Hammer dabei, aber anders laufen die liefen, ne? Und sie hatten zwar einen sehr rauen Ton, so einen rasselnden Ton von der vom Motorsound her, aber ich habe auch gesagt, hier in der Werkstatt, ich sage, ein Fiesta, der rasselt, geht nicht kaputt. Das gehört dazu. Solange wir die rasseln, gehen die nicht kaputt. Und so fährt der Fiesta bis heute und wird weiterhin in den Ford-Werken in Köln gebaut. Aber es ist ein anderes Fahrzeug, das eine noch viel verwegenere Geschichte zu erzählen hat, zum Denkmal aufsteigt und einen Kultstatus erreicht, wie er nur wenigen Autos vergönnt ist. Alter, kann ich mal mit dem Granada fahren? Das fragt Telsa. Telsa ist ein pubertierendes Mädchen und spielt eine Nebenrolle in dem Film »Absolute Giganten« aus dem Jahr 1999. Im Zentrum der Handlung stehen 3 junge Männer, die eine ganze Nacht lang durch Hamburg fahren, auf der Suche nach Zerstreuung, Abenteuer und wildem Leben. Eigentlicher Star in diesem Film ist aber das Auto, das sie durch die Nacht begleitet, ein Ford Granada. Der Granada wird zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr gebaut, aber er ist auf dem besten Wege, sich einen Platz im Himmel der Autoliebhaber zu erobern. Endpunkt einer furiosen Geschichte, in die seit der ersten Planung im Jahr 1968 500 Millionen Mark fließen, um 4 Jahre später den Granada erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das erste Mal, wo ich den Granada gesehen habe, war 1972. Ich habe in Ägypten gelebt, bin da aufgewachsen, hatte meine Schule fertig und bin nach Deutschland gekommen. Und ein Bekannter von uns, der auch ein Haus weiter wohnte, hat da sich gerade frisch ein rotes Granada 3 Liter GXL Coupé mit schwarzem Vinyldach gekauft
Und ich habe davor gestanden und naja gut, der Traum schlechthin. Die langgestreckte Vorderfront, die umlaufende Zierleiste und die immens großen Raumverhältnisse finden bei der Kundschaft sofort Gefallen. Es war die Form, es war die Größe von dem Fahrzeug und sagen wir so, es war auch ein bisschen dieser amerikanische Stil, den dieser Granada dann zu der Zeit hatte. Ein Trumpfass ist der Raumkomfort und die Tatsache, dass er gleichzeitig als Kombi auf den Markt gebracht wird. Im Prinzip war das große Auto der Mittelschicht. Alle, die, sagen wir so mal, aufgestiegen sind in die höhere Klasse, die haben sich so ein Auto gekauft. Und was es natürlich war, durch den Kombi bedingt, das war ja ein Riesenkombi, ist meines Erachtens auch heute noch mit der größte Kombi, dass sehr viele Handwerker und vor allen Dingen Handelsvertreter dieses Fahrzeug gehabt haben. Und auch Uwe Hochstein schlägt zu, auch aus den eben genannten Gründen. Ich selber habe meinen ersten Granada gekauft, weil ich meine Wohnung in Ägypten auflösen musste. Hatte, wie gesagt, einfach nur ein großes Auto gesucht. Ich habe gesagt, 1 Million Türken können sich nicht irren, das Auto muss gut sein. Dann habe ich 1982 meinen ersten Granada gekauft. Hab dann seit 1982 mehr oder weniger ohne Unterbrechung immer Granada gefahren. 1987 habe ich einen 3 Jahre alten Granada Kombi gekauft. Das Auto hat bei mir dann gehalten bis 1.127.320 Kilometer mit einer einzigen Maschine. Ob Uwe Hochsteins Granada damit Weltrekordhalter in Sachen Laufleistung ist, lässt sich nicht belegen, aber er wird in der ewigen Liste mit oben dabei sein. Die lange Lebensdauer des Motors korrespondiert dabei mit der hochwertigen Verarbeitung. Der Wagen hat Masse. Der Granada, da haben die wirklich, ja, ich sag mal einfach so, Heavy Metal verarbeitet, ne? Das ist der typische Klang von der Motorhaube vom Granada. Also es ist ein sehr stabiles Auto. Sehr gute Ausstattung. Ich habe meistens eine GL-Ausstattung oder so weiter gehabt. Also es war schon seiner Zeit voraus. Ich bin nonstop nach Griechenland gefahren, später damit, ohne irgendwelche Ermüdungserscheinungen zu haben, ne? 3000 Kilometer einmal durch Jugoslawien und so, ohne Probleme mit dem Granada. Es ist Zeit für eine Spritztour mit Uwe Hochsteins Granada V6 2,3 Liter Motor, Baujahr 1979. Zeit, sich zurückzuversetzen in jene Ära, als der Granada auch technisch seine Klasse revolutionierte, mit der Einzelradaufhängung. Wir haben eine Revolution gemacht mit dieser Hinterachse. Die gab es früher dann nur bei höher gestellten Fahrzeugen. Mercedes hatte die übrigens schon, ne? Mit den Einzelradaufhängungen da hinten. Also das war schon sehr gut gemacht. Und es ist auch wirklich Heavy Metal. Es ist richtig Material an diesen Autos dran. Es haben eine wunderbare Straßenlage, auch in der Kurve. Selbst wenn ich jetzt mit dem Auto relativ zügig auf so eine Autobahnauffahrt drauf fahre, er verzieht nicht, er verschiebt nicht. Ne? Also ich würde sagen, er liegt wie ein Brett. Und man muss jetzt mal rechnen, wir sprechen über ein 40 Jahre altes Auto. Klar, wenn ich heute einen von den heutigen Neuwagen fahre, fahre ich hier mit einem altes Auto. Das ist auch klar. Das ist kein Vergleich mehr. Aber das ist ja das, was ich liebe. Ich möchte gar kein neues Auto haben. Das Schöne ist ja, wenn wir jetzt hier eine Runde fahren, es kommt immer öfter vor, dass man irgendwelche Orte auf einer Autobahn, auf einmal Auto bleibt neben mir. Ne? Dann hast du eine S-Klasse neben dir oder eine E-Klasse. Ne? Und dann gucken die Leute rüber und dann kommt der gehobene Daumen. Ne? Das hat man immer öfter. Der Granada schreibt übrigens nicht nur in Deutschland Geschichte. Zeitgleich wird er auch in England gebaut, seitdem Ford Britain und Ford Deutschland nun kooperieren und nicht mehr länger nur für ihren je eigenen Markt produzieren. In England gewinnt er ein noch höheres Ansehen als in Deutschland, wird gar zum Statussymbol, was Uwe Hochstein am eigenen Karosserieleib immer wieder erfährt. Zum Beispiel, wenn ich nach England fahre, ich muss jedes Mal durch die Zollkontrolle. Dann will ich das Auto aufmachen, ich sage, Moment, ich mache auf. Nein, nein, sagt er. We just want to have a look at your Granada. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich nach England einreise. Also es gibt eine glatte Durchfahrt oder es gibt dann, wo die Autos dann wirklich gefilzt werden. Da müssen wir jedes Mal rein, ne? Wenn ich mit meinem Passat dahin fahre, passiert überhaupt nichts. Der winkt mich durch. Aber wenn ich mit dem Granada komme, no, we want to have a look at your Granada, maybe? Das ist jedes Mal das Gleiche. Und die Begeisterung teilt auch in England nicht nur die eigene Generation. In England, wir standen mit 3 Granadas, alle wirklich Top-Granadas, ne, gut gepflegte, standen wir in Dover, warten auf die Fähre. Aber wir waren noch in Dover in der Stadt irgendwo. Ne,
Da kam ein Jugendlicher vorbei. Ich schätze den damals so, das ist jetzt auch 5 Jahre her, aber der war nicht älter als 18. Ne? Da sprach er mich an und sagt, oh, Granada. Sagt er, aber so gute Granadas wie die habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Ne? Was beweist, auch in England hat der Granada Kultcharakter. Und das ist dem Straßenkreuzer beileibe nicht ins Stammbuch geschrieben. Ich hätte mir auch früher nie gedacht, dass ich meinen ersten Granada kaufe, dass es mein Kultauto wird, muss ich ehrlich sagen. Denn der Granada hat gegen Ende seiner Bauzeit einen Imageverlust hinnehmen müssen. Die Anziehungskraft, die er als Gebrauchtwagen mittlerweile bei der ersten Generation der türkischen Einwanderer hat, fördert latenten Chauvinismus. Das Auto wurde ja auch verschrien als Türkenbomber, Bosporusbrenner und was sie für alle für Namen gehabt haben. Ne? Ja, als ich mit dem Granada um die Ecke kam, Anfang der 80er Jahre, ne? Ein Bekannter von mir, der hat dann auch gesagt, ich sag, ey, bist du wahnsinnig, mit so einem Türkenbomber hier aufzukommen? Das ist wirklich wahr. Ne? Es war aber auch so, wenn ich so Mitte der 90er Jahre auch noch irgendwo zu einem Fochthändler gegangen bin, ne? Und hab dann gesagt, ich sag, hör mal, er hat ja noch Teile für den Granada. Ach, Granada, das ist doch schon lange passiert. So ist es aber nicht. Ausgelöst durch immer konformer werdende Karosserien, bedingt durch das Revival der 70er Jahre bei der jungen Generation, wird der Granada wiederentdeckt als Ausdruck eines nostalgischen Lebensgefühls, das durch die Werbung gefördert wird. Ein Spot des Mineralölkonzerns Aral macht Furore. Er zeigt, wie eine Gruppe Jugendlicher, betört durch 70er Jahre Rockmusik, headbangend vor die Zapfsäule fährt. Sie sitzen natürlich in einem Granada. Und daran knüpft der Film Absolute Giganten an. Auch hier wird der Hunger nach den letzten Nischen von Freiheit und Abenteuer symbolisiert durch jenes Glanzstück aus dem Hause Ford. Ja, mittlerweile ist sein Sonderstatus in der Szene so verbreitet, dass er im Film als hoher Wetteinsatz ins Spiel gebracht wird. Moment. Das ist der Schlüssel zu einem 74er Granada GLX Coupé von Ford. Der Wagen ist von mir mit einem australischen V8 5-Liter-Motor ausgestattet worden. Es ist damit das beschleunigungsstärkste Aggregat, das auf Hamburg Straßen in einem PKW unterwegs ist. Der Wagen hat ein Vinyldach. Du setzt die 840, wir setzen den Wagen. Die haben für diesen Film, glaube ich, 10 Granadas verbraucht. 3 haben hinterher noch überlebt. Ich war übrigens eingeladen in Köln-Porz, war die Premiere mit den Schauspielern damals. Es war eben das Kultauto, dieses Coupé. Und die Fahrzeuge haben tatsächlich einiges zu erdulden. Im Clinch mit einer ausländischen Gang müssen die 3 absoluten Giganten es hinnehmen, dass auf ihr Fahrzeug mit schwerem Gerät eingeprügelt wird. Ein Bekannter von mir, der hat die so ein bisschen begleitet. Da gibt es ja die Szene, wo die ganzen Scheiben kaputt hauen. Und sagt er, ich habe hier jetzt mal Pimpanellen gekriegt. Sagt er, die haben extra Scheiben anfertigen lassen. Es gibt keine auf dem Markt für ein Coupé. Und die hauen die da massenweise kaputt. Die Aura des Granada aber steigt immens durch derlei filmische Würdigungen. Vergessen sind da die diversen kleinen Makel, die der Granada hatte, sein großer Benzindurst und eine gewisse Rostanfälligkeit. Zu seinem Bauende in den 80er Jahren aber führen andere Gründe. Produktion war zu teuer hinterher, ja. Der war sehr hochwertig verarbeitet, sehr viel Blech dran, sehr viel teures Blech, sehr dickes Blech. Und soweit wie ich das weiß, ich habe es nicht bestätigt gekriegt, hat Ford hinterher für die letzten Autos immer mehr Geld zuschustern müssen. Ne? Dann haben sie auch wirklich dann nur noch alles, was sie noch auf Lager hatten, haben sie rein. Und dann kam der Scorpio. Der aber die Erfolgsgeschichte des Granada nicht fortsetzen kann. Kapitel 4: Ford und die Türken. Bereits im September 1961 treten die ersten türkischen Gastarbeiter ihren Dienst bei den Ford-Werken in Köln an. Als Folge des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei. Sie haben die weite Reise mit dem Zug absolviert. Aber in den darauffolgenden Jahren werden sie ihre Urlaubsfahrten zurück in die Heimat nur noch per PKW antreten. Entweder mit dem Taunus, dem Konsul oder noch besser mit dem Granada. Selbst die Konstrukteure in Köln dürften erstaunt gewesen sein, zu welchen Leistungen ihre Fahrzeuge in der Lage sind. Ahmet Dogal, in dritter Generation bei Ford in Köln beschäftigt, erinnert sich. Mein Vater war stolz mit dem Ford, natürlich in der Türkei
zu fahren, weil drei Dinge, die für uns sehr interessant waren. Erstens, Ford war mit Volumen, mit könnte man viel mitschleppen. Und zweitens war sehr starke Maschine, stabile Autos waren das, auch für die lange Strecke. Das hatten wir wirklich genötigt, ja, weil wir hatten eine Strecke bis uns nach Hause, bis nach Anatolien, waren fast 4.500 Kilometer. Und das haben wir natürlich auf eine Strecke gefahren. Ne? Und drittens organisierten sich entlang des langen Weges mit der Zeit informelle Werkstätten oder Ford-Ersatzteillager. Denn die Wege über den berüchtigten Autoputt waren zu dieser Zeit für alles andere bekannt als für schnelles und bequemes Fahren. Und die Strecke war natürlich nicht wie heute. Das war damals, kann ich Ihnen gar nicht sagen, die Balkanländer waren keine Autobahnen. Ne? Da waren nur Landstraßen gewesen. Und wir haben fast 3 Tage gebraucht, ne? Bis nach Hause. Wirklich, 3 Tage haben wir gebraucht. Hin und zurück waren 6 Tage, aber wir hatten Freude dran. Ne? Die immer komfortabler gefederten Fords drücken Geröll und Schlaglöcher weg. Und das ist auch nötig, denn die türkischen Väter der damaligen Zeit befördern nicht nur sich selbst und ihre Familien mit ihren neuen Gefährten. Ach, was haben wir alles mitgeschleppt? Wir haben also so viele Sachen mitgeschleppt, da können Sie gar nicht, ich kann da auch von drüben hier hinüber mitgeschleppt gehabt. Zum Beispiel bis zum Getreide. Das ist nachvollziehbar. Noch gibt es am fremden Arbeitsort keine kleinen türkischen Lebensmittelläden. Und man will ja wenigstens bei den täglichen Gerichten etwas von der fernen Heimat bei sich haben. Wir hatten ja natürlich große Verwandtschaft gehabt. Eine hat das mal das gebracht und bitte nimmt das mit als Andenken an mich, als Andenken an mich. Okay, rein damit. Ne? So viele Sachen haben wir da in den Autos da wirklich. Das war eine sehr gute und große Wagen gewesen. Ne? Obst- und Gemüsetransporte werden so selbstverständlich. Als unentbehrliches Gut gelten dabei vor allem getrocknete Paprika, freilich eher aus getriebetechnischen Gründen. Die ältere Generation, wir haben das natürlich nicht mitgemacht, aber die haben gesagt, Leute, nehmt mal Paprika, so getrocknete Paprika hier, warum? Wenn da mal Kühler kaputt gehen sollte, könnt ihr da reinschmeißen und dann tut er stopfen erstmal bis zum Werkstatt. Umgekehrt aber freuen sich natürlich auch die Verwandten daheim über den maximalen Laderaum, den die Kölner Straßenkreuzer zu bieten haben. Nun kommen sie in den Genuss westlicher Luxusprodukte. Ja, wir haben auch natürlich von hier aus Fernsehen und Kühlschrank auch mitgenommen. Ne? Waschmaschinen haben wir mitgenommen, wirklich. War ja eine Kombi. Wir haben wirklich Fernseher mitgenommen und kleine Kühlschränke und Waschmaschine haben wir mitgeschleppt. Da passte alles rein und wir natürlich auch, ganze Familie noch. Ne? Gastarbeiter hat man von Kilometer entfernt erkannt. Die Fords aus Köln schultern das alles locker und produzieren eine Menge kurioser Geschichten. Selbst wenn einem Taunus oder einem Granada oder auch einem Transit mal vorwärts die Puste ausging, so ließ er sich doch rückwärts immer noch sicher bis an die Grenze nach Russland oder dem Iran manövrieren. Ford-Automechaniker, wie beispielsweise ein Horst Ulrich aus Dortmund, können das äußerst flexible Durchhaltevermögen der speziellen Karossen nur bestätigen, auch wenn sie den neuen Verwendungszwecken anfangs noch sehr verwundert gegenüberstehen. Die kamen ja laufend hin, Granada Transit. Chef, kannst mal gucken, will weite Strecke. Chef, willst mal gucken, will weite Strecke. Der Granada, der war stabil. Die haben ja Leute reingepackt noch, denen war das ja egal. Und wir sind ja bis nach der Türkei damit gefahren, ununterbrochen. Da erinnere ich mich an einen Fall, als ich dann mal so abends um zwischen elf und zwölf nachts einen Anruf kriegte von der Polizei. Wagen abschleppen, Verkehrsunfall, da und da. Bin ich hingefahren, ja, da standen da 7 Türken. Die waren da in dem Granada drin. Die kamen von der Türkei. Der Mann ist auf 1 durchgefahren und hat dann hier, so meinetwegen 1 Kilometer vor seinem Zuhause, hat dann noch einen Unfall gebaut, weil er eingeschlafen war. Gleichzeitig entwickeln sich die Fords in der Heimat immer mehr zu Kultfahrzeugen, die auch gelegentlich zu mehr dienen, außer nur den Waren- und Personentransfer zwischen der Türkei und Deutschland in vitaler Bewegung zu halten. Der war auch noch Hochzeitswagen in der Türkei, ne? Der Konsul, für den Verwandten.
Und nachdem Ahmed Doğal von seinem Vater einen Konsul vermacht bekommen hat, erweist sich das Fahrzeug auch als passable Erkennungsmarke für den heimischen Freundeskreis. Mir hat man den Spitznamen gegeben, Konsul Ahmed hat man mich genannt. Ehrlich, von meinem Freundeskreis haben sie mich immer Konsul Ahmed genannt, weil mein erster Wagen war. Und das war mein Spitzname. Ne? Waren mehrere Ahmed, die Ahmed hießen. Und dann haben die mich immer gerufen, Konsul Ahmed. Ja, dann wusste ich genau, um was es geht. Ne? Heute, wenn ich mal die alte Kumpel treffe, heiße ich immer noch Konsul Ahmed. Immer stärker wird die türkische Gemeinde in Köln. Waren es 1965 noch knapp über 6.000 Migranten, die bei Ford unter Vertrag standen, so sind es 1972 bereits über 12.000. Für die Ford-Werke eigentlich ein Glücksfall, steigern doch die neuen Mitarbeiter Ansehen und Ruhm der Marke in den fernen Welten des Bosporus. Und es ist ja nicht immer nur die Trias aus Konsul, Granada und Transit, die am östlichen Horizont leuchtet. Ich kenne einen Kollegen hier, der war ein Arbeitskollege von mir. Er meint, er ist nur deswegen hier nach Deutschland zu Ford arbeiten gekommen, damit er sich eine Mustang anschaffen kann. Ehrlich. Das war ein Kollege von mir, Arbeitskollege, hat er gesagt, ich habe nur... kamen die Ford-Leute von hier aus Deutschland, wollten mit mir einen Arbeitsvertrag abschließen, habe ich gesagt, kommen Sie von Ford? Ja, okay, weil er hatte so eine Mustang sich vorgestellt, eine Mustang zu holen oder kaufen, dann wieder in die Türkei zurückzugehen, sagte aber, er ist noch hier, natürlich ist jetzt Rentner geworden, aber aus Liebe für einen Mustang, ne? Solche Geschichten gibt es viele. Geschichten der zweiten und dritten Generation, für die Deutschland nach und nach zur Heimat wird. Daran haben die Ford-Werke selbst auch ihren unbestrittenen Anteil. Erleichtern sie doch die Integration der Migranten durch die Anstellung von Dolmetschern oder speziellen Freizeitangeboten. Für das Image des Granada in Deutschland jedoch ist seine gewaltige Popularität unter den Türken abträglich. Noch ist die heimische Gesellschaft in dieser Zeit weit davon entfernt, die muslimische Kultur und ihre Menschen ohne weiteres zu akzeptieren. Und beim Thema Auto sind die Deutschen bekanntlich äußerst sensibel. Der hat hier in Deutschland an Image verloren, aber gut, als die Türken ihn auch nicht mehr wollten, ne, als sie dann schon umgestiegen sind auf S-Klasse und so weiter, was man heute sieht, oder auch BMW, da hat das auch immer mehr wieder ein Image gewonnen. Die meisten sind verheizt worden, deswegen ist nur eine Handvoll über. Ich glaube, in Deutschland existieren noch irgendwo an die 2000 Autos. In der Türkei, so schätzen viele, fahren dafür noch ein paar mehr Granadas herum. Kapitel 5. Kultfahrzeuge 3. Donnervogel und Mustang. 1954 nimmt Ford mit dem Fahrzeug, das hier zufrieden vor sich hinschnurrt, nämlich mit dem Thunderbird, die sportlich orientierte Kundschaft ins Visier. Auch als Antwort auf die Corvette, die General Motors 1953 eingeführt hat. 8 Zylinder, 192 PS und ein elegantes Design. Ein Traum mit zwei Sitzen für zunächst $2.695 inklusive abnehmbaren Hardtop und elektrisch verstellbaren Sitzen. Sicherheitsgurte sind noch optional. In den ersten 10 Verkaufstagen gehen mehr als 3.500 Bestellungen ein, dabei sind für das erste Jahr eigentlich nur 10.000 Fahrzeuge geplant. Der Donnervogel wird ein Klassiker. Ein Name mit Donnerhall. 5.000 Namensvorschläge sollen im Raum gestanden haben, unter ihnen Beaver, Detroiter, El Tigre oder Coronado. Doch erst der Vorschlag des jungen Ford-Designers Alden Gibberson macht das Rennen, Thunderbird. Als Dank für seine Kreativität wurde Gibberson mit $95 und einem paar Hosen belohnt. Der Ford Thunderbird ist ein Sportwagen, wie ihn viele Amerikaner bis dahin nicht gesehen haben. Fords Urgroßenkel Alessandro Uccelli gönnte sich einen 1955er Thunderbird, als er mit dem College fertig war und nach Los Angeles zog. I bought a 1955 Thunderbird after I got out of college and when I moved out to LA. And I have to tell you, the design of that car and the way it drove, I thought it was spectacular. I'd never seen anything like it. Im Dezember 1957 rollen die letzten Thunderbird-Zweisitzer vom Band. Ab sofort ist der sportliche Wagen auch für Familien attraktiv.
Das 1958er Modell hat 2 Sitze mehr sowie einen V8-Motor mit 300 PS. Angeboten als Hardtop mit abnehmbarem Fahrzeugdach und Cabriolet. Erst nach 43 Jahren, im Jahr 1997, wird die Produktion des Thunderbird eingestellt. Vorläufig. 2002 wird er wieder aufgelegt. Weil die Verkaufszahlen aber unter den Erwartungen bleiben, endet die Ära des Donnervogels 3 Jahre später. Doch da ist ja noch der Mustang. Das Ur-Ponycar. Abgeleitet von seinem Namen wird der Ford Mustang zum Paten eines neuen Autotypus. Sportliche Wagen mit starken Motoren, die später auch in Deutschland mit dem Opel Manta und dem Ford Capri verbreitet sind, wenngleich schwächer motorisiert als der Mustang. Der Ford Mustang fährt seit Produktionsbeginn 1964 auf der Erfolgsspur. Als Rennsportversion Shelby GT 350 mit 306 PS und 4,7 Liter V8-Motor bringt er das Blut von Autofans in Wallung und wird Hauptdarsteller einer der berühmtesten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte. Vor allem aber wiederholt der Mustang auf seine Art die Geschichte des Model T. Der Mustang ist der erste Sportwagen für alle. Ein Traumwagen zum erschwinglichen Preis. It sort of democratized the sports car. It made it for everybody. It was sort of what Henry started out doing in 1903 by creating a car that everybody could drive. Well, here was a sports car. Here was something that sort of made a statement on the road. Der Mustang wird zum Überraschungserfolg, erhältlich als Hardtop, Coupé und Cabriolet. Erhältlich mit 6- oder 8-Zylindermotor bis 270 Pferdestärken. Der Einstiegspreis für das Hardtop $2,368. Allein am Erstverkaufstag gehen 22.000 Bestellungen ein. Ford rechnet mit 100.000 verkauften Mustangs im ersten Jahr. Es werden fast 417.000. Innerhalb von 2 Jahren hat Ford knapp 1 Million Mustangs verkauft. 500 Mustang-Fanclubs sind gegründet worden. Dieser Ford trifft einfach den Nerv einer großen Zielgruppe. Der sportliche Mustang wird mit einer gewaltigen Werbekampagne eingeführt und lässt das Herz von jungen Männern und Frauen gleichermaßen höher schlagen. Doch auch die ältere Generation liebt das Ponycar auf der Suche nach einem flotten Zweitwagen. Das Modelljahr des Mustang ist übrigens 1964,5, weil es zur Jahresmitte vorgestellt wird. Bis heute, so sagt Robert Kreipke, ist der Mustang das erschwinglichste Hochleistungsauto der Welt. The Mustang was a great car, you know. That was a half-year introduction, kind of a trick. It came out in 64.5 and it was Lee Iacocca introduced that car and we did a big advertising campaign on that car. But that car, again, was in the right place at the right time and sold to all of those middle-aged men that wanted something sporty. And the Mustang today still is the most affordable high-performance car in the world. You cannot find a car like that anywhere in the world. You have to step up to a Ferrari or a Porsche or something like that, and you're going to pay 5 times more money. Ford-Chef Lee Iacocca macht den Mustang zu einem der individuellsten Wagen seiner Zeit. Kunden können aus mehr als 70 Extras wählen, um sich ihren Mustang zusammenzustellen. Designed to be designed by you, lautet ein Slogan. Das richtige Auto zur richtigen Zeit. The Mustang had a lot of options, but the Mustang in its own was kind of the right size at the time. Wie populär der Mustang ist, bekommt Ford 1985 zu spüren. Ford schließt ein Abkommen mit dem japanischen Autohersteller Mazda. Der Mazda 626 und der Mazda MX-6 sollen in einer neuen Fabrik außerhalb von Detroit gebaut werden. Dann sickert die Information durch, dass der neue Ford Mustang auf der Basis eines Mazda gebaut werden soll. Und dann auch noch mit Frontantrieb. Eine amerikanische Ikone aus dem Hause eines japanischen Autoherstellers? Kaum vorstellbar. Mit einer Unterschriftenaktion verschaffen sich die Mustang-Liebhaber Gehör. Mit Erfolg. Ford ändert tatsächlich seine Pläne. Statt des Mustang wird das Modell Ford Probe auf Mazda-Basis und mit Frontantrieb gebaut.
In Deutschland wird der Mustang bis 1978 übrigens als T5 verkauft, weil die Namensrechte bei den Unternehmen Krupp und Kreidler lagen. Der Mustang erhält über die Jahrzehnte diverse unterschiedliche Gesichter, nicht immer zu seinem Vorteil, doch dem Mythos können auch die Facelifts nichts anhaben. Im Jahr 2008 wird der 9-millionste Mustang, ein GT Cabriolet, an einen Farmer aus Iowa verkauft. 2013 machen 662 Pferdestärken den 5,8 Liter V8 Shelby GT 500 laut Werksangaben zum kräftigsten 8-Zylinderwagen der Welt. Doch mit welcher Motorisierung auch immer, der Mustang galoppiert bis heute. Kapitel 6 – Ford in Film und Fernsehen. Das Model T in Charlie Chaplins Film The Circus und in den Stummfilmklassikern von Stan und Ollie, der Mustang und die legendäre Verfolgungsjagd in Bullitt, der Gran Torino in Starsky & Hutch, der Thunderbird in Thelma und Louise, in unzähligen Filmen und TV-Serien haben Ford-Automobile eine tragende Rolle gespielt. Henry Ford und Hollywood, das war von Anfang an eine besondere Beziehung, zumal Ford selbst viele Filme gemacht und eine große Sammlung besessen hat. Sein Urgroßenkel, Alessandro Uccelli, leitet in Los Angeles die Tochterfirma Ford Global Brand Entertainment. Er platziert Ford-Modelle in Filmen und Fernsehserien. Uccelli erzählt, dass Model Ts bereits in den Anfangstagen des Kinos platziert wurden. Stars wie Chaplin, Laurel und Hardy, Mary Pickford und Douglas Fairbanks hätten das Model T und Model A oft in Szene gesetzt. Henry Ford at one point was known as having the largest inventory of filmed material in the U.S. He was a filmmaker himself. I mean, he actually filmed a lot. But to the best of my knowledge, the Model Ts were placed in the Keystone Cop movies sort of back in the early days of cinema. And I know that Charlie Chaplin and Mary Pickford and Douglas Fairbanks and the United Artists Studios used Model Ts and Model As quite a bit. There was a relationship with Ford and there was a relationship with Henry Ford. Neben Kurzauftritten in Stummfilmen von Buster Keaton und Harold Lloyd kam das Model T Ende der 1920er Jahre besonders in den Slapstick-Streifen von Stan Laurel und Oliver Hardy zum Einsatz. In dem Film Big Business etwa nimmt ein wütender Nachbar den Wagen auseinander. In Hog Wild fährt Stan Laurel mit seinem Model T los und vergisst, dass Oliver Hardy immer noch auf einer Leiter steht, die am Wagen angebracht wurde. Und in Two Tars fahren die beiden Komiker mit ihrem Model T in einen Eisenbahntunnel. Trotz der unvermeidlichen Kollision mit einem Zug fährt der Ford natürlich weiter. Auf mehr als 200 Filmauftritte kann das Model T bis heute zurückblicken. Auch in Klassikern wie Jenseits von Eden und Lawrence von Arabien oder der Musical-Verfilmung Chicago. Nicht zu vergessen seine Einsätze bei den Simpsons sowie dem Animationshit Cars, in dem Nadia Tiller einem Model T namens Lissy ihre Stimme lieh. In der Disney-Komödie Der fliegende Pauker lernte das Model T 1961 gar zu fliegen. Höhenflüge erlebte Ford auch in Bezug auf James Bond. So gelang es Ford Global Brand Entertainment, Auftritte des Mondeo in Casino Royale und des Edge in Ein Quantum Trost zu platzieren. I got to work on Casino Royale and Quantum of Solace, but I stepped into an existing relationship. Ford had been a partner on Die Another Day prior to that. And so we with Casino Royale, we helped to launch the Mondeo via the placement in that film, and we did a pan-European campaign with Bond, nothing in the U.S. And then with Quantum of Solace, we did a deal with the Edge vehicle in the U.S. and the Ka in Europe. Ford und James Bond haben Tradition. Uccellis Großvater, Henry Ford II., war mit dem Produzenten der Bond-Filme, Albert Broccoli, befreundet. So kam der Mustang 1964 als weißes Cabriolet zu seinem ersten Filmauftritt in Goldfinger. Cubby Broccoli was friends with my grandfather, and actually through that friendship, the first placement that the Mustang ever had in a motion picture was in Goldfinger, which came out in 1964, the same year that the Mustang was launched. And so
Cubby Broccoli put a white Mustang convertible. It's not a huge scene, but it's a great scene. It's a beautiful woman driving the car. So the first time the car was ever seen was in that film, and it's nice that the relationship lasted as long as it did. In Diamantenfieber sitzt 007-Darsteller Sean Connery 1971 selbst am Steuer. Laut Alessandro Jussielli ist es aber egal, ob der Held oder der Bösewicht den Ford fährt. Hauptsache, das Modell sieht schön aus. Alkohol und SMS-Schreiben am Steuer sowie Pannen sind allerdings tabu. It matters how the car is portrayed. If it drives like a beautiful vehicle, it doesn't matter who's driving it. In fact, in Quantum of Solace, the Edge was driven by the villains. I think there was a time where we were reluctant to do that. I think most car companies were. But now, again, it's how the car is seen. It's not necessarily who drives it. There's certain givens. You don't want somebody who's drinking and driving. You don't want somebody who's texting and driving. You don't want the car to break down. All those sort of things are no-nos. But as far as villains driving, it doesn't matter. In Jurassic Park wird ein Ford Explorer vom Tyrannosaurus Rex geschrottet. In Thelma und Louise schießt ein 1966er Ford Thunderbird über die Abbruchkante hinaus in den Grand Canyon. Aus Marketing-Sicht kein Problem, solange vorher kein Rad abfällt oder der Motor nicht startet. If a car is destroyed by a third party, it doesn't matter. If a missile blows up a car, if a dinosaur crushes it, what we don't want is we don't want a wheel falling off, or we don't want, you know, the car to break down, or you can't, when you get in the car, there's always those scenes in the horror movies where the victim gets in the car and the car won't start. Those are the things we don't like. We want our cars to be reliable. Wie Schauspieler werden auch Autos in vielen Filmen richtig gecastet. A car is a character. It has to be cast like an actor. It can't just be a matter of paying to play. Die Kunst ist es, den Wagen so zu besetzen, dass seine Rolle in Erinnerung bleibt. Nehmen wir Bullet mit Steve McQueen aus dem Jahr 1968. Ein spannender Film. Doch hängen geblieben ist vor allem eine Szene, die grandios gefilmte Verfolgungsjagd über die Hügel von San Francisco. In den Hauptrollen Steve McQueen und ein Ford Mustang GT 390. Es ist nicht nur eine Verfolgungsjagd, es ist eine Mustang-Verfolgungsjagd. Darum gehe es bei der Produktplatzierung. Das Auto sollte in Erinnerung bleiben. There's only a handful of films, I think, or chase scenes in a film that people remember, and it's probably The French Connection and Bullet and Ronin and a handful of others. In that sense, the fact that it's so memorable, and I think what's nice too is people remember that it's a Mustang. I mean, it's not just it's a car chase; it's a Mustang car chase, and people remember that. And that's what you strive for when you do these sort of strategic placements: is you want people to think it's a great scene, think the car works in the scene that it's in, and remember it, and remember what the car was. Die Verfolgungsjagd in Bullet ist allerdings eine Ausnahme. Wer wird sich in 50 Jahren etwa noch an die Einstiegsszene aus I'm a Legend erinnern? Will Smith fährt einen Mustang durch das verlassene Manhattan. Großartig inszeniert, aber wohl keine Szene für die Ewigkeit. We did a film a couple of years ago called I Am Legend with Will Smith, where the whole opening sequence of that film is him driving through a deserted Manhattan in a Mustang. To me, I thought that was, you know, that was an amazing placement. And the filmmaker wanted it. He reached out to us. We read the scene, thought it was amazing, and then actually ended up getting Escape and Expedition in the movie as well. That to me is a Bullet type placement. But again, 50 years from now, are people going to remember it like they remember the car chase in Bullet? I doubt it. Der Mustang ist der Star unter allen Filmautos. Der silberschwarze 1967er Mustang, den Nicolas Cage in nur noch 60 Sekunden fährt, fand jüngst auf einer Auktion für mehr als $1 Million einen neuen Besitzer. Eine Fan-Datenbank listet rund 3000 Mustang-Auftritte in Film und Fernsehen auf. Das Pony-Car sagt viel über den Charakter einer Filmfigur aus und weckt Emotionen. Oft ist es das erste Auto eines Menschen, auch in der Filmindustrie. Der Mustang, so glaubt Al Jusielli, sei wie ein großartiger Song, den man nie vergisst. Deswegen reagierten Filmemacher auf den Mustang wie die meisten anderen Menschen auch. Wenn es darum gehe, die Persönlichkeit einer Filmfigur zu charakterisieren, spreche ein Mustang für sich. When I go into a meeting,
in a studio or in a network, I have to say, like 50% of the time, somebody will pipe up and say, you know, my first car was a Mustang. I mean, again, I think that it has such a place in automotive history. But beyond that, I think it's almost like an amazing song that you never forget. It means, that car means something to people much more than any other object or any other car for that matter. So I feel like filmmakers respond to it the way the general public does. And when you need to define who somebody is, I think if you put that person in a Mustang, there's no question as to what that character stands for. Auch der Ford Gran Torino wird unvergessen bleiben, zumindest für die Fans der TV-Serie Starsky & Hutch. Der knallrote Sportwagen mit den markanten weißen Seitenstreifen. Dabei sollte Paul Michael Glaser alias Starsky zunächst ein Chevy Camaro Cabriolet fahren. Doch die Produktionsfirma hatte eine Vereinbarung mit Ford. So wurden für die erste Staffel zwei 1975er Gran Torinos geleast. Die Serie lief ab 1975 für 4 Jahre. Der Gran Torino wird zur Ikone. That was great. I mean, opportunities like that don't come around very often. Der Zweitürer wurde mit weißen Streifen und größeren Hinterreifen aufgepeppt. Auffallender hätte das Auto zweier Undercover-Cops kaum sein können. Gestreifte Tomate, so nannte Glasers Serienpartner David Soul den Schlitten. Der Spitzname blieb haften. Clint Eastwood führte den Gran Torino 2008 sogar im Titel eines Films. Ein Zufall. Und ein Glücksfall für Ford. Eastwood wählte das Modell und den Filmtitel von sich aus, ohne dass Ford aktiv werden musste. It was great. I mean, I love the movie and I love Clint Eastwood and he's certainly the sort of character we like to be associated with our vehicles, but it was purely and a couple of those, you know, a couple of those things do happen where it turns out that completely without our involvement, the filmmaker chooses to use our vehicles. Again, it doesn't happen very often, but it does happen. Doch es gibt auch die stillen Stars. Fords, die gecastet wurden, ohne die Marke zu transportieren. In der 1960er Fernsehserie Batman etwa ist das Batmobile ein 1955er Ford Lincoln Concept Car. Und in der Kinokomödie Dumm und Dümmer wurde der Van Ford Ecoline in einem Hundekostüm versteckt. Weit weniger subtil geht es 2014 zu. Für die Kinoversion des Videospiels Need for Speed landete der Ford Mustang eine Hauptrolle. Ein echter Coup. Auch für Al Uzielis Ford Global Brand Entertainment. It's going to be a great opportunity for Mustang. Standesgemäßer könnte der 50. Geburtstag des Mustang kaum gefeiert werden. Kapitel 7. Ford und die Zukunft. Zwischen Innovationen und Herzrasen zementiert Ford in den Nachkriegsjahrzehnten in den USA vor allem seinen Ruf der Verlässlichkeit. Die 1948 erstmals vorgestellten Trucks der F-Serie werden zum Synonym für Pickups. Der F-150 ist 30 Jahre lang das meistverkaufte Automobil in den USA. Die Limousine Ford Crown Victoria mausert sich Anfang der 1990er Jahre zu einem Favoriten amerikanischer Polizei- und Taxiflotten. Verlässlich und erschwinglich. Ein Auto für die Mittelklasse. Dafür steht Ford bis heute, weltweit. Ford Motor Company has always stood in America for the affordable car for the masses. And that's the car that we grew up with. You know, all of us that weren't rich, grew up real wealthy. Ford Motor Company basically gave us wheels at an affordable cost way back when we first started, way back with the Model Ts. And ever since then, Ford has just been known as a very reliable, middle-class car. Das sieht auch Alessandro Uccielli so. Selbst in wirtschaftlich schlechten Zeiten habe man Ford-Autos nie wegen ihrer mangelnden Zuverlässigkeit kritisieren können. I think there's been an element of reliability. I think that's always held true. I think it's regarded as one of the great, you know, standing American companies that has lived through generations and survived. And you know, it's cyclical, obviously, so it's had its ups and downs, but ultimately it's a survivor and it's always had good quality product. I think, you know, even in the difficult days, reliability was not something that you could criticize the company for.
Anfang des neuen Jahrtausends steht die Ford Motor Company jedoch fast vor dem Aus. Schuld daran sind die US-Wirtschaftskrise, steigende Benzinpreise und eine falsche Modellpolitik und zu viele Tochterfirmen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Marken wie Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Volvo, Mazda und Lincoln. Dann übernimmt Alan Mulally das Ruder. Der ehemalige Boeing-Manager schafft mit einem radikalen Sanierungsprogramm und der Konzeption einer globalen Fahrzeugpalette die Wende. Als einziger der US-Autobauer kommt Ford ohne direkte staatliche Hilfe durch die Krise. Eine schwere und gleichzeitig spannende Zeit, sagt Alessandro Iusielli. It's been interesting because we've come out of a very difficult period in our history and it was fascinating to sort of live through that as an employee and watch what's the steps that have been taken at every level to recover and to come back as strong as we are today. Für Iusielli ist Alan Mulally der beeindruckendste und innovativste Geschäftsführer, den er je persönlich getroffen habe. Auch vor den anderen Entscheidern wie Jim Farley und Mark Fields sowie den Mitgliedern der Ford-Familie ziehe er seinen Hut. Sie alle hätten ihre Ärmel hochgekrempelt und das Unternehmen gerettet. In a lot of ways it was a very difficult time to be working for the company, but to be able to come out on the other side and see what we were able to accomplish and also to get to know the players as well as I've gotten to, you know, who knew that Alan Mulally would be one of my heroes, and now I think, you know, there's never been a more impressive or innovative CEO that I've gotten to meet face to face, and what he's done is just brilliant. And then people like Jim Farley and Mark Fields and all these other people who really got rolled up their sleeves and made it, you know, their life to save this great business. And again, Bill Ford and the members of my family that are working for the company as well. One Ford lautet die Strategie, mit der Ford seit 2012 weltweit gemeinsame Plattformen für unterschiedliche Modelle vorantreibt. Damit soll die Produktentwicklung forciert und die Kosten gesenkt werden. Ford-Chef Mulally sieht in Europa großes Wachstumspotenzial. One Ford is the driver of profitable growth across all the regions of the world. We now are going to accelerate the implementation of our One Ford plan here in Europe. We believe Europe presents a great opportunity to serve our customers and grow our business profitably. Auch Stephen O'Dell, Geschäftsführer von Ford Europa, verspricht, in Europa ein klares Zeichen zu setzen. Ford werde alle globalen Ressourcen und Kompetenzen nutzen, um zu einem schlanken Unternehmen zu werden. And most importantly, we want to make a statement loud and clear that we believe there's a great opportunity in Europe. And we're committed to leveraging our global resources and skills to transform ourselves into a lean and profitably growing company. Eine Einrichtung, die bereits genau auf dieser Linie arbeitet, befindet sich in Aachen seit 1999 in einem repräsentativen Glaspalast. Das europäische Ford-Forschungszentrum, das in drei Bereichen sogar weltweit die Verantwortung hat. Das eine, das ist Fahrdynamik, das nächste sind aktive Sicherheitssysteme und eben auch die Forschung und Vorentwicklung von Dieselmotoren. Erklärt die Sprecherin des Ford-Zweigunternehmens Monika Wagner. Hier läuft zum Beispiel ein solcher Dieselmotor der Zukunft in einer Testbox. Das hat natürlich auch seine Ursache einfach darin, dass Europa so der Dieselmarkt schlechthin ist. Ein großes Bestreben bei der Entwicklung von Dieselmotoren, überhaupt bei Verbrennungsmotoren, ist es eben, die Effizienz noch weiter zu steigern, den Verbrauch zu senken, den CO2-Ausstoß. Aber natürlich soll die Leistung auch nicht auf der Strecke bleiben. Der Fahrspaß soll erhalten bleiben. Da ist das Ende der Fahnenstange, was die Verbrennungsmotoren anbelangt, noch nicht erreicht. Genauso wie bei den Sicherheitssystemen. Heute reicht es bereits von Müdigkeitswarnern bis zu automatisierten Start-Stopp-Systemen im Stau. Aber bei Ford gibt es wahrscheinlich schon bald und dann serienmäßig zusätzlich noch den EKG-Sitz. Wo wir 6 Sensoren in den Sitz eingebaut haben,
Und diese 6 Sensoren messen die Herzaktivitäten und zwar kontaktlos, also hautkontaktlos. Damit lassen sich einerseits drohende Herzattacken erkennen, was dann dazu führen soll, dass das Fahrzeug sich selbst und den Fahrer in Sicherheit bringt. Aber Monika Wagner sieht einen Nutzen auch über den unmittelbaren Moment der Fahrzeuglenkung hinaus. Das heißt also, wenn ich beispielsweise ein Langzeit-EKG erstellen möchte, dann kann ich das beispielsweise dann in meinem Fahrzeug machen, wo ich dann ja sowieso meine Zeit absitze, wenn ich eine längere Fahrt vor mir habe. Und dann selbstständig entscheiden, an welche Adresse die Daten gelangen. Notwendiger für die Zukunft der Automobilität im Ganzen sind aber sicher die Antriebssysteme. Hören Sie was? Wahrscheinlich kaum noch. Hier arbeitet nämlich ein Motor mit Brennstoffzelle, einer Variante bei der langsam anspringenden Produktion von Elektroautos. Im Zusammenschluss mit Daimler und seit kurzem auch mit Nissan kümmern sich die Aachener um diese Technik ganz besonders. Noch ist das Zukunftsmusik, weil, ganz praktisch gesehen, Wasserstofftankstellen noch äußerst rar gesät sind. Freilich, an vielen dieser Bausteine der Zukunftstechnik arbeiten alle Autokonzerne der Welt. Bei Ford aber sollen sie in den nach wie vor erschwinglichen Mittelklassewagen zum Standard werden. Unser Prinzip, das Ford-Prinzip, ist eigentlich, wir nennen das Demokratisierung von Technologien. Denn wir haben ja sehr preisbewusste Kunden. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, Systeme anzubieten, die erschwinglich sind. Und heutzutage, wenn Sie einen kleinen Fiesta kaufen, dann würden Sie sich wundern, was Sie da an Features, an Sicherheitssystemen, Fahrassistenzsystemen alles bekommen. Womit die Geschichte vom Geist her eigentlich wieder an ihren Anfang zurückgekehrt ist. Also wir stehen jetzt 150 Jahre nach der Geburt von Henry Ford und rund 110 Jahre nach Gründung der Ford Motor Company tatsächlich immer noch in dieser Tradition und im Zeichen des Glaubens von Henry Ford, der ganz bewusst gesagt hat, ich möchte individuelle Mobilität erschwinglich machen und für die Massen bereitstellen. Und das ist immer noch unser Credo bis heute. Also da leben wir ganz das Erbe unseres Gründers. Das klingt natürlich etwas werblich und nach Marketingsprache und trotzdem wirkt es glaubwürdig. Sie hörten Ford, die Audio-Story von Christian Beermann und Martin Maria Schwarz. Es sprach Martin Maria Schwarz.